meinen spirituellen Führer Morph zu zitieren, Linksliberale sind ehrenlose Scheißwichser. Dem rechne ich mich gerne zu, mal gucken, wohin wir damit heute noch kommen. Da gibt es eine MA, eine Marktanalyse, wo zu einem bestimmten Stichtag Menschen nach ihrer Radiogewohnheit gefragt werden. Und auf diesen Stichtag zu machst du dann halt Hallo, Hallo, Bingo, Geldverschenk. Ja, geil. RTL hat das früher so gemacht, dass sie also RTL Radio in Luxemburg, dass sie in diesen Wochen ein Gewinnspiel hatten, wo Leute dann, ich weiß nicht, 100 Mark damals noch gewinnen konnten, wenn sie sich am Telefon meldeten mit den Worten Hallo, ich höre RTL. Worauf sich dann natürlich Hunderttausende RTL-Hörer am Telefon gemeldet haben mit Hallo, ich höre RTL, und einer von denen hat dann auch mal 50 Mark gewonnen. Aber RTL war fett in der Marktanalyse, weil eben viel darüber Ja. gesprochen wurde. Aber das hat nichts wirklich mit realen Hörgewohnheiten zu tun. Das ist Nee. dann kompletter Bullshit. Genau. Aber irgendwann kommt jetzt die große Pistorius, der Kaiser hat doch gar keine Kleider an. Also das ist ein Medienmechanismus, den der Spiegel besonders gut kann, den die anderen aber auch alle gerne benutzen. Und ich würde Ja. sagen, das klassische Beispiel, das prominenteste Beispiel ist Ken Jebsen. Bei dem war das genauso. Er sagte, ich bin total unabhängig, ich bin ja nur hier von meiner Community. Und dann hat er aber erkannt, ah, wenn ich hier diesen Schwurbelkram mache und dann kriege ich noch mehr Spenden. Und zack, das war der Feedback. Ne? Ja, aber Entschuldigung, dann lieferst du das Problem wieder sozusagen bei der charakterlichen Güte einzelner Protagonisten ab. Also Ja, wenn. Tilo ist spendenfinanziert im Genau. Wesentlichen, er ist auch Werbung zu, aber spendenfinanziert, und ich finde, dass er eine recht gerade journalistische Furche zieht. Ken Jebsen ist jetzt in deiner Beschreibung eigentlich einfach nur korrupt. Das ist einfach, ja, weiter so. Ich glaube, die Das ist glauben einfach das. weiter so. Ich glaube, die glauben das. Ich glaube, dass sie Windkraftanlagen und Solarpaneele und dezentrale Kraftwerke und was weiß ich, Supraleitungen und all so ein Scheiß haben werden, und dass das tolle deutsche Industrien sind, mit denen sie dann die Welt bekehren. Und ich glaube, die reden sich ein, dass es so kommt. Oder dass es ginge. Ich hätte gehofft, dass es Und der Linkspartei auch hilft, eigentlich, ehrlich gesagt. nee, im Gegenteil. Weil ich finde, eigentlich die Linkspartei hat sozusagen das Potenzial, eine super tolle Linkspartei zu sein, wenn sie sozusagen diesen ekligen Grabenkampf intern einfach nicht mehr mitmachen muss. Und dann hast du halt alle, die sozusagen Front Sahra Wagenknecht sind, gehen dann mit und alle anderen bleiben da. Und dann hast du halt zwei linke Parteien, die von sich selber sagen, sie sind links. Und dann hast du die beiden Linksliberalen auch noch, du hast die Grünen und die SPD noch. Und dann ist das ein interessanteres Szenario. Und ich hätte überhaupt gar kein Problem mit einer Minderheitenregierung, aber wir haben diese deutsche Tradition, warum auch immer, dass wir das Trauen wir nicht uns nicht. wollen. Das trauen wir uns. Nee, übrigens sagt Frau Wagenknecht auf die Frage, ob sie denn jetzt links sei, links oder rechts sei, nicht ihre Kategorie. Und die Linkspartei in dem Moment, wo dieser doch sehr lang anhaltende Konflikt mit Wagenknecht vorbei ist, sieht man auf einmal, die zerfällt in noch zwei weitere Hälften, Echt, ja. nämlich klassische Marxisten und Wokis. So, hallo Friedrich. Hallo Morf, hallo Moritz. Ich habe von Eine Flasche dir. Bier und kein Kaffee. Ich habe Kaffee. Ja, das ist zu spät für Kaffee für mich. Zum Wohl. Ich habe von dir lustige Videos auf YouTube gesehen und dann dachte ich, das ist ja ein lustiger Typ mit einer Gitarre und so und der ist ja richtig witzig. Und dann habe ich dich einfach angeschrieben und dann habe ich im Nachhinein rausgefunden, was du eigentlich mal für ein krasser Typ bist. Ich habe dann in meiner Community gefragt, hier, ich habe hier Friedrich Küppersbusch und so, falls ihr Fragen habt und so, stellt mal die Fragen. Und dann haben die so mir Fragen so rübergereicht. Und dann habe ich mal deinen Wikipedia-Eintrag gelesen und so. Das ist ja, du hast ja eine richtige Biografie, Kollege. Das war mir gar nicht klar. Weil ich so ungebildet bin, war mir das alles gar nicht klar. Ja, es ist aber auch schwer, fast 63 zu werden, ohne eine Biografie zu haben. Also das kriegst du hin. Ja, schon. Aber 63 zu werden und einen Wikipedia-Eintrag zu haben, wo mehr als drei Zeilen stehen, ist schon auch so ein Ding. Deswegen würde ich jetzt mal dir als, mal angenommen, ich würde dich in einer Bar treffen, dann würde ich dich als allererstes fragen und ich würde gar nicht wissen, wer du bist wahrscheinlich, ne? Und dann würdest du so sagen, so, ja, ich mache hier was mit Medien und so. Und dann würden wir wahrscheinlich anfangen, darüber zu reden. Was ist hier mit Medien und so? Ist doch interessant.
Ich habe gesehen, du bist auf jeden Fall, du hängst auch bei Leuten rum, die mit der Taz und so cool sind, und wahrscheinlich bist du da auch schon lange vernetzt mit denen, und du bist auch schon lange im Öffentlich-Rechtlichen vernetzt, und du machst aber auch mit privaten Medien rum und bist einfach irgendwie super, hast super kreativen Output irgendwie, ne? Ist das so? Kann man das so sehen? Ja, also mit der Taz arbeite ich. Ich wollte eigentlich, als ich anfing, Journalist zu werden, gerne bei der Taz arbeiten, weil ich die als Leser kannte und schätzte und bin dann auch dahin gefahren und dann sagten die, aber wir nehmen nur Mädchen und dann war es das. Und dann viele Jahre später, nachdem ich ein vorübergehender journalistischer Popstar geworden war, Anfang der 90er, sagte dann die Taz, ey, jetzt hätte ich Bock, was zu schreiben hier oder so. Und ich dachte mir, das ist nur gerecht. Besser als eine Geschlechts-OP, kurz Karriere machen bei den Öffentlich-Rechtlichen und dann machen wir das mal. Und seitdem darf ich dann schreiben. Und ansonsten habe ich bei Zeitungen geschrieben, war dann beim Radio, habe dann ein Volontariat beim WDR gemacht, habe dann da beim Fernsehen gearbeitet und habe Mitte der 90er eine eigene Produktionsfirma gegründet und die arbeitet für jeden, der es bezahlen kann. Du bist also ein Entrepreneur. Auch. Ich bin Journalist, war immer freier Mitarbeiter, also bis auf dieses Jährchen Bolo. Beim WDR war ich nie festangestellt. Und viele Arbeiten, die wir auch damals für den WDR gemacht haben, waren in einer Gruppe, wenn du magst, in einem Kollektiv von freien Mitarbeitenden. Und die haben wenig soziale Sicherheit. Also da lebst du ja immer von deinem nächsten Beitrag. Ja. Und dann haben wir es in dieser Gruppe für schlauer befunden, eine Firma zu gründen, die zumindest Gehälter und Lohnnebenkosten, Rentenversicherung und so bezahlen kann. Und in der Leute arbeiten, die sowas Manufaktürliches schätzen. Also das war jetzt, ich glaube, ich lüge nicht, wenn ich sage, das war nicht der Plan, einen Weltkonzern zu gründen, sondern ja, eine Manufaktur. Und du hast bist auch in den 90ern erst damit, also hast in den 90ern angefangen damit, oder hast du auch schon in den 80ern irgendwie, wo hast du sozusagen Praktikum als erstes gemacht? Wann war das? Wie wir alle. Schülerzeitung, 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 dann Bewerbung bei der Lokalzeitung. Das war das, was man heute Funke-Gruppe nennt, damals WAZ. Felberter Zeitung, das ist der Ort, wo ich aufgewachsen bin. Und dann bin ich nach Dortmund gegangen zum Studieren, Journalistik an der Uni Dortmund und habe in Dortmund noch ein bisschen was geschrieben und in das Studium reinkam das Volontariat und seitdem mache ich halt neben dem Schreiben auch Radio und Fernsehen und inzwischen auch netzbasierte Dinge. Das war so, was zum ersten Mal für Geld geschrieben habe ich, glaube ich, 1980 über die Einführung des Krankenhausradios im Klinikum Niederberg in Velbert. Ein Artikel, an den auch du dich sicherlich noch erinnern wirst. Ja. Klassiker, Ja, sicher, Standardwerk, sicher. Ja. Standardwerk, Ich ja. habe ihn dann mit, ich habe ihn nachgeholt, ja. Ich bin ja 86 geboren, und als ich dann lesen konnte, denke ich, war das gleich am Anfang auch dran da. Auch im Osten war das Standardlektüre dann später. Das ist Rein. meiner Tochter an der Uni passiert, dass irgendwie so ein Stapel von Feuilleton-Journalisten auf den Tisch geknallt wurden, Journalisten, Journalistinnen. Und sie hat dann, ich weiß nicht, ob bestürzt oder geschmeichelt, bemerkt, oh, da haben sie ihren Vater dazwischen gejubelt. Und da wir unterschiedliche Hausnamen haben, glaube ich, hat sie es auch dabei belassen. So, und dann, und Das aber das ist ein alter Artikel gewesen, und du konntest dich wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern. Es war irgendwas aus der Taz tatsächlich und ich glaube, es ging um Kulturjournalismus, wo ich definitiv nichts zu suchen habe. Und sie sagte, es sei aber nicht schlimm gewesen. Und also du hattest von Anfang an richtig Bock auf diese Sache mit dem Journalismus. Wie stelle ich mir das vor, wenn man jetzt so, also klar, irgendwie Schülerzeitung und so, hast du Spaß am Schreiben als solche, oder muss es schon auch diesen Realitätsbezug haben? Oder würdest du auch Fantasy-Autor sein können? Nee, da bin ich, ich bin tatsächlich Fiction-Autist. Also keine Respektlosigkeit gegenüber Menschen, die tatsächlich Autismus haben. Aber da komme ich so gar nicht hin und fand das interessant, das bei meinen Kindern gespiegelt zu sehen. Und es gibt ja auch so ein Klischee, dass die Jungs dann lieber mal das gute Sachbuch lesen über Ingenieurwissenschaften oder IT oder tolle Dinge und Mädchen vielleicht weniger Angst haben vor der Wunderwelt der Fiktion, wo ja alles passieren kann.
Keine Ahnung. Aber ja, das ist eine gesunde Mischung aus, ich schreibe gern, ich formuliere gern. Sorry, ich kriege ungern störende WhatsApp-Nachrichten. Und dann braucht es so eine Prise Narzissmus, die in dem Beruf Journalismus reicht von, du siehst dein Akronym, dein Namenskürzel unter irgendeinem Artikel. Oder du musst die Fresse hinhalten und auf der ganz großen Bühne vor möglichst Millionen Menschen für echt wichtig befunden werden. Dazwischen kann man sich dann ausprobieren und einsortieren. Und du hast dann halt einfach das immer weitergemacht und immer weitergemacht und dir dann sozusagen einen Namen gemacht. Was war denn bei dir sozusagen der Durchbruch, dass du auf einmal, also gab es einen Durchbruch oder war es wirklich so ein stetiges Vernetzen mit mehr und mehr Leuten im Journalismus? Ich nehme an, das ist auch was mit Netzwerkcharakter zu tun hat, dass man so irgendwie auf. Eigentlich spektakulär wenig. Also ich habe im Zuge des Volontariats war so Kinderlandverschickung beim BDR, da musste man auch mal in diese Landesstudios und ich landete in Münster. Das ist so weit weg von Köln, also von der Zentrale ist, dass in Köln kein Schwein weiß, wer eigentlich in Münster irgendwas sendet. Vorteilhaft war, als dann da ein Regionalradio eröffnet wurde, konnte niemand Nein sagen, als die Kolleginnen und Kollegen in Münster befanden. Der, was war ich da, 21-Jährige, 20-Jährige soll moderieren. Der hat eine nette Stimme, macht einen netten Eindruck, lass ihn mal moderieren. Und dann habe ich 6 Jahre lang, warum Preußen Münster auch dieses Jahr nicht aufsteigt, den Sendt, das ist eine sehr spektakuläre Kirmes in Münster, was der Bischof so zu pfeifen hat, wie die Landwirte in der münsterländischen Tundra die Dinge sehen und die Schweinehälftenpreise in den Zentralmarkthallen von Hamm und um 8:03 Uhr die plattdeutsche Lebensweisheit. Und in dieses Inferno hinein arbeitete ich parallel in Köln bei einem politischen Magazin, so als Autor, Fernsehen. Ich war aber eigentlich mit der Sache mit der Münster ganz bei meinem Narzissmus schon ausreichend gedient. Und dann wurde im BDR ein Moderator für ein politisches Magazin gesucht und ein Kollege sagte, ich habe dann neulich auf Drehreise im Münsterland jemanden im Radio gehört, der klingt wirklich sehr ähnlich wie du, hast du noch einen Bruder? Und dann habe ich gesagt, nee, das bin ich dann wahrscheinlich selber. Bis dann habe ich das keinen publizistischen Gebrauch davon gemacht, dass ich die Schweinehälftenpreise bekannt gebe im Radio. Und dann sagte der, ja cool, mach mal ein Casting hier. Und dann gewann ich offenbar das Casting und die Sendung hieß dann Zack, Zeitgeschehen aktuell und war Anfang der 90er ja schon kultig, sagte man damals. Und das alles passierte innerhalb von einem halben Jahr. Also das war Bang von Nobody zu Titelseite. Ja, ich habe den Tag mit meiner Twitch-Community diesen Film geguckt, oder ist eher eine Dokumentation, der heißt Es werde Stadt, glaube ich, so heißt der. Der sagt dir dann garantiert auch was, ne? Das ist dieser, Über Marle. genau. Also über den ÖRR und wie sozusagen die Idee war, wir müssen hier irgendwie jetzt das mit dem, wir haben jetzt hier aus dem Dritten Reich gelernt und wir wollen hier sozusagen eine Instanz und die Demokratie und das wollen wir irgendwie alles sichern. Und dann kamen nach und nach Marktmechanismen wieder rein, die das irgendwie und verwässern, würde ich mal sagen und so. Das wurde da auch so irgendwie dargestellt, dass dann irgendwie in den 90ern das alles schon nicht mehr so cool war und es angefangen hat zu bröckeln, aber der Selbstanspruch noch da ist und den haben ja öffentlich-rechtliche auch jetzt noch und so. Und du jetzt sozusagen, der ja auf allen Hochzeiten so tanzt eigentlich, du kennst dich ja wahrscheinlich sehr gut mit dem Öffentlich-Rechtlichen aus und auch sozusagen mit diesen internen Sachen. Ich habe mich gefragt, kannst du eine gute Erklärung mir geben, warum diese Einschaltquote so eine so wichtige Metrik ist zu bewerten, die in den Öffentlich warum ist das bei den Öffentlich-Rechtlichen so wichtig? Naja, Oder liege ich falsch? weil die in einem, nee, ich glaube schon, dass das am Ende des Tages sehr relevant ist. Du kannst dir bei öffentlich-rechtlichen Sendern viel mehr blumige Girlanden und hübsches Lametta abholen, warum die Einschaltquote nicht so wichtig ist und am Ende aber doch entscheidet, ob eine Sendung weitergeht oder nicht. Die Messmethode selber, das wäre eher ein Forschungsgebiet für dich als Ingenieur und Naturwissenschaftler und Mathematiker. Das sind 5.400 Haushalte in Deutschland.
die mehr oder minder auf freiwilliger Basis mit einer zweiten Fernbedienung eingeben müssen, ich gucke jetzt gerade ARD oder ZDF oder RTL oder Das sind ProSieben. nur so wenige, ja? 5.400. Und wenn du das in Relation zu den 83 Millionen stellst, kannst du dir ausrechnen, dass zum Beispiel im kleinen Bundesland Saar, Bremen, Brandenburg, da entscheiden dann vielleicht zwei, drei Zuschauer, ob eine Sendung Welthit wird oder Schrott war. Ja, also die Zahl kann ja gar nicht. Also da ist Rauschen so, also man würde sagen, das Rauschen und die Varianz ist in der Größenordnung von der Stichprobe selbst schon. Ne? Also wenn wir, sagen wir mal, wir haben ein Medienangebot von, keine Ahnung, Größenordnung 100 und die Größenordnung der Stichprobe ist 1000, dann würde jeder normale Mensch sagen, nee, das ist zu viel zu wenig. Ne? Das Verhältnis ist ja irgendwie 10%, das geht nicht. Ja, und wenn du das sagst, ist da ja was dran. Das ist aber auch so, dass sich menschliche Kulturen irgendwann darauf geeinigt haben, dass Muscheln eine Währung wären. Also es kommt ja nur immer darauf an, dass sich genug Leute darauf einigen, dass es eine Währung ist. Und das hat man bei dieser GfK-Messung gemacht, in die inzwischen auch teilweise Mediathek und Streaming-Nutzung eingespeist wird. Und die Öffentlich-Rechtlichen kriegen Kohle von nahezu allen und müssten deswegen auch messen, ob sie auch nahezu alle erreichen. Das finde ich erstmal nicht beklagenswert. Ja. Also, ich meine, also man weiß ja, dass sie prinzipiell auch alle erreichen. Es ist ja auch so, dass wir die Öffentlich-Rechtlichen sind ja auch überall verfügbar so und das ist, also ich hätte nicht gedacht, dass dass mit so einer schlechten Metrik das dann noch nachgewiesen werden muss, sondern dass man vielleicht irgendwie, also man könnte das doch auch verbessern. Na ja, Wir haben ja klar, also heutzutage die Technik, das ist einfach besser zu machen. wenn du die Vereinigten Staaten von Amerika als unser kapitalistisches, als unseren kapitalistischen Lehrherrn nimmst, da laufen die ta tatsächlich noch mit Papierfragebögen rum und fragen den Kaufentscheidung treffenden Haushaltsanteil, also in der Regel die Hausfrau, was denn letzte Woche so geguckt wurde, die kannst du direkt frei erfinden, die Quoten. Das ist völlig absurd. Aber es ist eine Metrik, auf die man sich geeinigt hat und die eine höhere Relevanz eigentlich eben noch bekommen hat durch die kommerziellen Wettbewerber ab Mitte, Ende der 80er Jahre, weil die ihren Werbekunden irgendeine Art von qualifizierter Reichweite nachweisen müssen. Wie viele Leute erreiche ich, in welchen Altersgruppen, auch in welchen sozialen Schichtungen. Das hat da natürlich die Quote nochmal relevanter gemacht, auch als dann natürlich Wettbewerbsparameter zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen. Ja. Und ich meine, die Kritik an dieser einfachen Metrik, dass man die, also ich würde sagen, wenn ich ein Medienhaus bin und ich fange an, mich selber meine eigene Performance zu messen in so einer Metrik, dann bietet es sich an, diese Metrik rivat zu hacken. Also quasi dafür zu sorgen, dass ja, in dieser Kennzahl, dass die besonders hoch ist. Ne? Und das könnte ich zum Beispiel tun, indem ich Marketing betreibe, also Marketing-Tricks, entweder einfach schlichte Werbung für mein Programm mache. Sagen wir mal, ich bin ARD und habe jetzt hier keine Ahnung, ich denke mir jetzt aus, ich habe Jörg Pilawa in der neuen Quizshow und die kommt immer 19:15 Uhr und mache da und schalte dafür Werbung oder so. Ja, im Das ist ja. Radio ist das, Radio ist es so. Also als vielleicht einfach nur passiver Radiohörer bemerke ich ab und zu, dass Radiostationen zu einer bestimmten Jahreszeit irgendwelche Aktionen machen. Aktionstage, Radio Days oder Gewinnspiele, wo es dann eigentlich um ihren eigenen Bauchnabel geht. Und das liegt daran, dass im Radio nicht die Quote gemessen wird mit so einem rudimentären Instrument, wie wir es eben besprochen haben, sondern da gibt es eine MA, eine Marktanalyse, wo zu einem bestimmten Stichtag Menschen nach ihrer Radiogewohnheit gefragt werden. Und auf diesen Stichtag zu machst du dann halt Hallo, Hallo, Bingo, Geldverschenk. Ja, geil. RTL hat das früher so gemacht, dass sie also RTL Radio in Luxemburg, dass sie in diesen Wochen ein Gewinnspiel hatten, wo Leute dann, ich weiß nicht, 100 Mark damals noch gewinnen konnten, wenn sie sich am Telefon meldeten mit den Worten Hallo, ich höre RTL. Worauf sich dann natürlich Hunderttausende RTL-Hörer am Telefon gemeldet haben mit Hallo, ich höre RTL und einer von denen hat dann auch mal 50 Mark gewonnen. Aber RTL war fett in der Marktanalyse, weil eben viel darüber Ja. gesprochen wurde. Aber das hat nichts wirklich mit realen Hörgewohnheiten zu tun. Das ist Nee. dann kompletter Bullshit. Genau. Das ist Aber ja ich witzig. glaube, du wolltest ein bisschen drauf hinaus, wenn ich dir das unterstellen darf, sag ja oder nein, wenn die schon mit Gebühren so grundsätzlich versorgt sind, also unabhängig von ihrer zu messenden Leistung, warum ist das Programm nicht so, dass du, Moritz, echt Spaß dran hast? Also, das ist die langläufige Kritik, die höre ich auch oft, ne? Also, ich Genau. will eigentlich auf nicht so wirklich was hinaus. Ich frage einfach nur so, weil das so,
Das sind immer so, also wenn ich mir so vorstelle, wir haben irgendwie einen konstanten Cashflow, den kriegen wir aus mehr oder weniger vom Bund. So stelle ich es mir vor, ne? Also es gibt Nee, irgendwie. das ist ja mit Bedacht von den Eltern dieses Systems so gedacht worden, dass es kein Steuergeld ist. Okay, aber warte, stopp, es wird GEZ eingesammelt, ne? GEZ gibt es nicht mehr seit 2013. Okay, es war mal so, dass GEZ eingesammelt wurde? Ja. Also Es ist sind das jetzt, das jetzt, Ding heißt sind jetzt das. einfach Haushaltsgebühr. Das ist so ähnlich, wie du dich neulich geärgert hast über den Wortschwindel zwischen Arzt und Bürgergeld. Also das Ding heißt Haushaltsgebühr und es gibt bestimmte sehr minimale Ausnahmen für Menschen, die nicht zahlen müssen. Ansonsten muss jeder Haushalt in Deutschland diese Gebühr bezahlen. Und die Ja. wird eingesammelt und da hat der Staat nur indirekt, na, die Finger drin, als dass er sagt, ja, das wollen wir so. Wir wollen nicht, dass Politiker entscheiden darüber, wie hoch diese Gebühr ist und wie sie aufgeteilt wird, sondern wir wollen das in einem Selbstlauf haben, um eine Mindeststaatsferne dieses Systems zu garantieren. Und das hat mit seiner Geburtsidee zu tun, dass man unbedingt irgendwas anders machen wollte als den reinen, absoluten, gleichgeschalteten Staatsmedienterror der Nazis, Ja. wo eben der Staat das gemacht hat, oder davor. Das andere Gründungsmoment ist halt immer unter dem Stichwort Hugenberg, also ein übermächtiger Medienzar, der dann ja auch ein Wegbereiter und Unterstützer und ich glaube sogar erster Wirtschaftsminister von Hitler war. Ja, also meine normale Herangehensweise ist ja immer, ich gucke, ob ich Hierarchien irgendwo kritisieren kann, ne? Und ob das jetzt sozusagen ein Bild-Zeitungs-Springer-Konzern ist oder ob das ein Staatsmonopol ist. Ist für mich Genau. dann gar nicht mehr so wichtig, wenn sozusagen sich die Macht in einer Pyramidenstruktur anordnet, dann sehe ich überall die gleichen Effekte. Kann sein, dass da ein anderes Namensschild draufsteht und dass die auch vielleicht sich eine andere Geschichte intern erzählen, warum sie irgendwas tun. Aber die Artefakte sind meistens dieselben. Okay. Und ja, genau, also und jetzt, so habe ich es so verstanden, man hat einfach ein öffentlich-rechtliches Medienkonglomerat, da sind ja ganz viele Medienhäuser sozusagen mit drin und alle kriegen wahrscheinlich proportional zu, was auch immer, Einwohnerzahl oder so, oder Bereich, den sie, zu dem sie zugeordnet werden, irgendwie einen Cashflow ab und davon produzieren sie Medieninhalte. Und dann ich zum Beispiel, ich finde es super geil, Arte. Ich gucke den ganzen Tag irgendwie Arte mit meinen Leuten hier im Twitch und so. Und sonst eigentlich gar nichts. Und die normale Kritik, die ich sonst immer so höre aus meinen Peers und so, ist, warum machen die jetzt hier diesen Schwachsinn mit dem Schlagergarten und dem Fußball und so, das kennst du alles, ne? Ja. Und außerdem, warum kriegt der Kniffke so viel Kohle? Weil da gab es doch diese epische Situation, wo Thilo Jung ihn so angepiesackt hat. Du weißt, was ich meine, ne? Wo sie irgendwie an diesem Tisch saßen und er so, wie viel? 100.000 Kohle? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel, aber richtig enorm viel Geld so. Warum verdienst du so viel Kohle? So nach dem Motto. Und dann war das alles so irgendwie so unangenehm und so ein bisschen cringe. Das sind halt sozusagen, ich würde argumentieren, das sind Artefakte, die daher rühren, dass es sich halt darum handelt, dass es im Wesentlichen erstmal eine Verwaltungsstruktur gibt, die so ist. Und man wächst so, also. Man klettert in diesen Pyramiden nach oben und die einzige Geschichte, die man sich erzählen kann, die dazu passt, dass man immer weiter nach oben wächst und Verantwortung für die darunter übernimmt, dass man mehr Kohle ausgezahlt kriegt. Und dann entstehen daraus so Artefakte, dass jemand, der ganz oben sitzt, extrem unerhört viel Kohle kriegt. Mit Ja. der Argumentation, wenn man das nicht machen würde, dann würde sich keiner für diesen Job da breitschlagen lassen oder so. Ja, also dass der ARD-Chef und SWR-Intendant Kai Kniffke Thilo da so ins Messer gelaufen ist. Thilo und ich hatten uns vorher darüber unterhalten, weil er auch denkt, Friedrich, alter Öffentlich-Rechtlicher, was kann man denn Kniffke mal so gut fragen? Und ich hatte ihm tatsächlich gesagt, pass auf, der ist ARD-Vorsitzender, also bei der Frage nach seinem Gehalt und bei der Frage nach den fucking überteuerten Sportrechten und bei der Frage, warum macht ihr so viel Lala-Unterhaltung, da wird er vorbereitet sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er denn nicht einen guten Textbaustein zu liegen hat. Und dann habe ich das live gesehen und habe gedacht, das ist jetzt bitte nicht wahr, weil das musst du als ARD-Intendant und wenn es, weiß ich nicht, Saarländischer Rundfunk ist, musst du vorbereitet sein. Zu seiner Ehren oder einfach der journalistischen Fairness wegen muss man sagen, Gnifke hat jetzt angeboten, sein Gehalt runterzusetzen. Das muss dann verhandelt werden mit dem Verwaltungsrat, ob das eine Fernwirkung von dieser obskuren Zapp beim NDR war, das glaube ich, Runde, wo Thilo gesessen hat, Genau. weiß ich nicht. Aber es ist eine Geste und er ist ja nicht mal derjenige mit dem höchsten Salär. Also beim NDR-Intendanten liegt das über 400.000 Euro im Jahr.
Dazu würde ich jetzt als Wandler zwischen den Welten wieder sagen, darüber lacht ein RTL-Chef. Also da draußen wird noch ganz was anderes bezahlt. Und dazu würde ich dann wieder sagen, der Arbeitsmarkt für ARD-Intendanten ist echt klein. Also du und ich und wir draußen sind es ja gewöhnt, dass sich die Höhe unserer Gehälter, Löhne, Honorare bemisst danach, wie hoch denn die Nachfrage ist. Also kann das, was ich da tue, auch morgen jemand anders machen? Und wie viel Jobs sind frei? Dann steigt das Gehalt, wenn viele Jobs frei sind. Und wenn aber gar keine Jobs da sind, dann kann das Gehalt auch nicht steigen. Und das ist ein bisschen das Skurrile. Es gibt halt diese 16 Bundesländer und diese 11 Länder und tschüss, das ist der Arbeitsmarkt. Und von daher kann man, trotzdem es in der freien Wirtschaft viel zehnfach höhere Gehälter gibt für vergleichbare Positionen, durchaus fragen, ihr habt da einen Job, der mit viel Ethos, mit viel gesellschaftlichem Anspruch einhergeht. Ihr könnt wirklich was tun für die Gesellschaft. Das ist ja eigentlich beneidenswert. Muss das mit so viel Geld einhergehen? Und vor allen Dingen Geld, das ja zusammengestückelt wird aus Rundfunkbeiträgen von Leuten, für die diese knapp 20 € echt viel ist. Also, um dir ein Beispiel zu sagen, als der frühere Chefredakteur der Bild-Zeitung unter dem Vorwurf sexuell unterlegten Machtmissbrauches gefeuert wurde oder da entfernt wurde, hat er 2 Millionen € Abfindung bekommen. Da kann man auch mal ausrechnen, wie viel Bildzeitung man eigentlich irgendwelche Leute da draußen kaufen müssen, bis dass diese 2 Millionen zusammen sind. Das ist aber nicht so ein Aufreger. Ja, und da kommt ja auch vor allem auch noch viel mehr Cashflow durch die Werbung obendrauf, ne? Also ich denke tatsächlich, das Produkt ist da Teil der Pipeline, also der Wertschöpfungskette. Ja, In dem absolut. Sinne, dass die eigentlichen Kunden ja die Werbeträger sind und die Leute, die die Bildzeitung kaufen, sind das Produkt so, ne? Okay, also das würde ja heißen, die 2 Millionen Abfindung für eine zweifelhafte Karriere hat Henkel bezahlt oder Wahrscheinlich, irgendwie ne? so. Also Ja, man dann ist sozusagen. es okay. Dagegen zu rechnen, zu sagen, wie viel Bildzeitung müsste man dafür kaufen, ist wahrscheinlich weltfremd, denke ich. Naja, für eine Zeitung, die immer so tut, als sei es sie, das Sprachrohr des kleinen Mannes, Klar, na klar. finde ich es schon interessant, was da so gezahlt wird. Ich finde das so geil. Ich hatte, wo du das sagst, immer wenn ich das in einem Video von mir erwähne, habe ich diesen einen Screenshot, wo Henrik M. Broder mit diesem einen Paradiesvogel, der komplett Botox-Fresse hat, Klöpper, Harald Und da gibt es Klöpper. einen Screenshot, den habe ich mal gemacht aus Bild TV. Und unten drunter steht, der Wohlfahrtsstaat kostet uns den Wo nee, kostet uns die, den Wohlstand? Nein, macht uns den Luxus kaputt oder irgendwas Absurdes. Aber sie beide sind total aufgetakelte Paradiesvögel. Und unten drunter steht halt, hier, Wohlfahrtsstaat ist schlecht, so nach dem Motto, alles in Gold und so. Und das erinnert mich immer total an die Tribute von Panem, weil da sind doch diese Medienkasper genauso dargestellt. Das sind irgendwelche Paradiesvögel, die sitzen bei DSDS in irgendeiner Jury, dann ist ja diese Castingshow und so. Und das hat mit dieser Realität der Menschen, die da in dem Arbeitslager wohnen, nichts zu tun, ne? Alles ist völlig trist und so. Und so kommt mir das bei Bild-Zeitung da auch vor. Ich weiß nicht, Bild-TV ist ja jetzt wieder eingestanzt oder gibt es das Ist noch? eingestellt Ja, worden, aber kurz da, also das ist für mich absolut stellvertretend für das, was da eigentlich passiert, ne? Und dann, aber weil sie halt Populismus machen können, in dem Sinne quasi ihre Zielgruppe richtig gut abgetastet haben, können die sowas die ganze Zeit raushauen, ja? Ja, klar. Also es ist ja im Moment sowieso ein Symptom in unserer Gesellschaft, dass Eliten sich für anti-elitäre Kampfgruppen erklären. Also Wenn Trump sagt, ja. Söder verbietet das Gendern, weil er das elitär findet. Das behauptet er natürlich, aber ja. So, und damit ist die bayerische Staatsregierung ist also eine Widerstandsbewegung gegen Eliten. Ja, so wie Aiwanger das ja auch sagen würde, ne? Der sagt, die in Berlin, Genau. Wir müssen uns die Demokratie zurückholen, also erstmal einholen. wir sind hier die bei dem, wir sind hier nah am Volkswillen dran und so, und wir haben hier diesen verschwurbelten Begriff des Volkskörpers, den wir so schon gar nicht sagen, aber das meinen wir dann eigentlich und so. Ja, Ja, das geht wobei schon. das doppelte Paradoxon daran ist ja, dass Gendern auch ein Elitendialekt ist. Also eigentlich kämpfen da zwei Eliten miteinander. Ja, denke ich doch auch. Ich meine, eigentlich, also ich empfinde das sowas immer als, also Politik ist mittlerweile übersetzt sich sehr oft in Marketing. Also für mich ist das sozusagen, die gehen Hand in Hand, ne? Und man hat wirklich viele politische Konflikte, die, und damit meine ich, die haben eigentlich keinen Bezug mehr zur Realität, sondern die sind in ihrer Politikblase und zielen aus der Politik wieder in die Politik rein. Da kann ich dir ein gutes Beispiel erzählen, Moos.
Ich habe Anfang der Nullerjahre eine Sendung produziert mit Sandra Maischberger bei NTV. Das war so ein täglicher Talk, so ein One-on-One, wie wir das jetzt auch gerade haben. Und dann detonierte 9/11. Und wir waren natürlich auch in einem journalistischen Ausnahmezustand. Wen lädt man dazu jetzt ein? Wer kann das einschätzen und so? Und es kamen dann die Elder Statesmen, weil man gerne Gesprächspartner sehen wollte, die schon viel erlebt hatten, die in dieser großen Verunsicherung sagen konnten: Ich heiße Helmut Schmidt, habe den Zweiten Weltkrieg überlebt und das werden wir auch noch überleben. Also sowas hatte man dann gerne. Und irgendwann fingen wir in der Redaktion nach Wochen, nach Monaten an zu überlegen, was wird jetzt die erste von diesen täglichen Sendungen, 5 Stück in der Woche, sein, in der wir nicht über 9/11 reden. Und das dauerte, ich glaube, über 2 Monate. Und jetzt darfst du mal raten, aber es ist ein unfaires Rätsel, nur weil ich dich ja gerade mit deiner Katze sehe. Was war das erste Thema, der erste Gast, wo es nicht um 9/11 2001 war das. ging? Ja. Es ging nicht um 9-11, also muss es um. Du. Ich Keine sag Ahnung. ja, völlig Da habe ich, unfair, hab ich noch nicht, da hab es ich noch nicht mal Abitur war gemacht. Was war da? der FDP-Vorsitzende Guido Westerwelle zum Thema Kampfhundführerschein. Was? Und ja, und das, ja, ich erzähle das mal, weil du es ja anmoderiert hast, dass Politiker sehr genau gucken, mit welchem Thema komme ich in die Medien und zu welchem Thema habe ich etwas zu sagen, das dann in den Medien für mich wirkt. Und das ist ein Teil von deren Job. Ja. Ich glaube auch bis runter ins Casting. Also wer in der Politik dann bis auf die höchste Ebene kommt und Erfolg hat, der kann dann auch in einer skurrilen Verkleidung beim Aachener Karnevalsfest noch eine bescheuerte Rede halten. Da glauben wir alle nicht mehr, dass die jetzt vielleicht auch in einer Ausschusssitzung einen guten Kompromiss mit einem politischen Gegner, der echt kompliziert ist, ausverhandelt, sondern da sagt Frau Strack-Zimmermann dann, weil ich die Allergeilste bin und das reicht. Ja. Ich habe mal als Volo, das war so 89, 40 Jahre Bundesrepublik, die Aufgabe bekommen, mach doch mal einen lustigen Film über alle Neujahrs- und Weihnachtsansprachen, die es seit Gründung der Bundesrepublik gegeben hat. Und dann habe ich mir alles, was davon noch im Archiv erhalten war, manches war auch rettungslos verloren, weil es einfach noch gar keine Magnetaufzeichnungsbänder gab am Anfang, mir das bestellt und ich bekam einen Einkaufswagen voll Ludwig Erhard Weihnachtsansprache. Ludwig Erhard, Bundeskanzler, der Vater unserer sozialen Marktwirtschaft, Handelsgoldzigarre, geiler Typ. Und ich dachte, ey, warum, wie viel? Der war doch nur 3 Jahre Kanzler, wieso hat er denn so viele Weihnachtsansprachen gehalten? Und es war eine einzige. Und es waren Filmrollen, also diese großen Blechteller. Und es waren, ich glaube, 23 Klappen. Also es war immer wieder, dass Ludwig Erhard anhob und sagte, liebe Mitbürgerinnen, Ja, okay, ja. Mitbürger zum neuen. Und dann kam wieder Klappe, Erhard 1, die 28., Aha. weil der das nicht konnte. Der Ja. verhaspelte sich, der vergaß seinen Text und diese Ja. ganzen Takes waren erhalten. Sehr, also Monty Python real. Geil. Und das gilt mir immer als Parameter, dass wenn man ins Geschichtsbuch guckt, weil das ein unglaublich wichtiger Politiker. Und ich glaube, der würde heute nicht Bürgermeister von Tübingen werden Ja, ja, können. ja, ja. Genau, ich habe auch immer den Eindruck, dass diese, dadurch, dass wir ja, also ich nenne es immer so, der, um in irgendwelchen solchen Hierarchien aufzusteigen, ist Wettbewerb der Filter, ne? Also man muss irgendwie im Wettbewerb mit den anderen, die da auch sind, sich natürlich irgendwie durchsetzen. Und das fördert quasi, das konditioniert quasi die Eigenschaften rein in die Leute, die dann hinterher Erfolg haben, sind auch die Leute, die den Wettbewerb gut spielen können. Das ist aber meistens. Das widerspricht meistens den Inhalten, die man eigentlich da, was auch immer da man da machen will. Ne? Zum Beispiel, weil man dann irgendeine Metrik Wert hackt, weil man irgendwie besser Einschaltquoten macht, aber das muss ja nicht bedeuten, dass man irgendwie jetzt mehr Qualität anbietet oder so. Oder es kann ja schon sein, dass man sich mit dem Vorgesetzten besser stellt. Obwohl man nichts jetzt inhaltlich besser anbieten kann oder so. Also so oder so quasi, dass das eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, weil am Ende kommen aus diesem Filterprozess Leute raus, die dieses System gut gespielt haben und wiederum diese Regeln noch verstärken oder in ihrer Kultur wieder sozial durch Social Pressure wieder nach unten abgeben und das sich immer weiter nur verstärkt. Sodass Leute, die eigentlich geeignet wären, aus Qualifikationsgründen irgendwie sowas zu tun, meistens gar nicht so weit nach oben durchkommen, sondern schon vorher im Wettbewerb gegen die anderen verlieren oder so. Sodass du am Ende wirklich so viele Kasper und Clowns hast, die irgendwie besonders gut dieses Spiel beherrschen,
Aber dann auch, also, und das ist wahrscheinlich auch sehr hilfreich, wenn man sich überlegt, okay, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Milliardenerbin bin und irgendwie einfach Rentiersklasse bin, dann ist es für mich leichter, über Social Pressure solche Leute auch zu benutzen, als Leute, die tatsächlich noch was auf dem Kasten haben und sich nicht so einfach in die Karten gucken lassen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel krasser Alpha-Journalist bin und irgendwo Redaktion habe und so, dann und selber einen Durchblick habe, dann lasse ich mich zum Beispiel, was weiß ich, wie hier dieser Typ, der die Blätter für internationale Politik macht. Dieser Typ, ich meine, der kommt klar. Den kann man nicht irgendwie, den kann man nicht irgendwie einlullen. Albrecht Aber von Lucke. ja, genau den. Und dann gibt es aber, keine Ahnung, gibt's irgendwie, ich weiß noch nicht, dann gibt es sozusagen so Politiker, die hinten rauskommen manchmal. Gerade bei Thilo sieht man ja, dass die entblößen sich ja oft dann regelmäßig selbst in diesen 2, 3 Stunden Interviews, wo sie dann einfach nur mit purer Ideologie oder auch Unwissenheit glänzen. Und dann denke ich mir mal, ja, wie können die eigentlich Ministerpräsident von irgendeinem Land werden? Und dann, okay, dann stelle ich fest, okay, das war naiv. Genau deswegen sind sie Ministerpräsident, weil sie GPT-artig die wohlklingendsten Antworten auf Prompts geben können, die aber nicht zwangsläufig irgendwie eine kohärente Geschichte am Ende erzählen, weil das kohärente Nachfragen oder eine Konsistenz an, das ist nicht erforderlich unbedingt, um sehr erfolgreich in diesem System zu sein. Vielleicht sogar eher vom Nachteil. Würde in deine Analyse mit hineinpassen, dass das späteste Haltbarkeitsdatum die längste Überlebensdauer die Leute haben, die keine Fehler machen? Olaf Scholz meinst du? Ja, ich meine, das ist Wenn man so allglatt ist. eine Beobachtung, die für alle Großunternehmen gilt, nicht nur für große Medienunternehmen und nicht nur für große Behörden, Ja. Medienbehörden, sondern der Typ, der immer sagen kann, ich habe da übrigens ein Aktenvermerk angefertigt, ich war gleich kritisch. Also Ja. das ist etwas sehr Typisches, was einem da begegnen kann und was eine Vermainstreamung von Massenmedienproduktion zum Beispiel zwingend zur Folge hat. Also das Rundgeschliffene, dieses Flusskieselhafte von Produkten, weil das Karriereticket ist nicht, ich habe eine besonders geile Show gemacht, okay, dafür habe ich 9 andere Shows in die Grütze gesetzt, sondern ich war an den 9 gescheiterten Shows nicht beteiligt. Ja, ich Das ist verstehe. das Karriereargument. Und das, glaube ich, ist in der Politik ganz ähnlich. Wobei das, ich finde, nochmal ein schwierigerer Job ist, weil wir ja Politikerinnen und Politiker belohnen, also mit Wahlentscheidungen und sagen, jo, der hat es jetzt mal gesagt, so sehe ich das auch richtig. Und dann müssen die eine Tugend beherrschen, morgen das Gegenteil zu behaupten, wenn der Sachzwang, der politische Umstand danach ruft, und das alles so wirken zu lassen, als hätten sie hinter sich eine ganz gerade Furche gezogen. Ja. Also mich hat ja damals, also ist nicht damals, ist letztens erst gewesen, ich habe mir nochmal den Talk von Marco Bülow reingezogen bei Martin Sonneborn da im Parlament, wo er da eine Stunde erzählen durfte über seine gesamte Erfahrung, die er jetzt in der SPD die ganze Zeit gemacht hat und wie furchtbar das war, wie er da sozusagen in Gremien auch rausgeekelt wird, wenn er da irgendwie hier mal was mit Inhalten und so versucht und sein Bestes schon gibt und so. Und ich wünschte mir eigentlich tatsächlich, dass gerade in den Öffentlich-Rechtlichen viel mehr auf solchen Sachen rumgeritten wird, weil von den Privatmedien kann ich es im Prinzip nicht erwarten. Ich habe nicht diese naive Vorstellung, dass da irgendwas Relevantes wirklich passiert in den privaten Medien, aber also wir haben ja schon so geile Sachen wie, keine Ahnung, die Anstalt oder auch Monitor, die wirklich schon richtig, richtig geile Sachen bringen. Aber ich habe immer das Gefühl, auch das wird noch nicht oft genug multipliziert. Zumindest, weiß ich nicht, in meiner eigenen Bubble kommt es mir trotzdem so vor, dass auch da, wo ja schon viele Leute rumhängen, die sich für sowas interessieren, trotzdem noch viele beim Dschungelcamp oder ähnlichen Formaten oder was auch immer irgendwie davon abgelenkt werden. Und die wirklich relevanten Sachen, die dann halt, keine Ahnung, hier Krypto-Leaks, es stellt sich heraus, der BND, die CIA und Siemens haben zusammen jahrzehntelang irgendwie Kriegsverbrechen da gehabt und haben nichts dagegen getan, weil, keine Ahnung, sie hatten irgendwie ein Patent auf irgendeinen Fernsprecher, Verschlüsselung oder so. Und dann gibt es beim ZDF einen Beitrag dazu, online, ne? Und das war's, so nach dem Motto. Und dann denke ich immer so, schade eigentlich. Jetzt gerade, aktuell, du weißt, hier, Multipolar. Ich habe gestern davon erst erfahren, also ist ja jetzt schon ein paar Tage da, und das ist ja Paul Schreier. Und der ist ja wahrscheinlich in vielen Kreisen total verschrien als böser Schwurbler oder so. Und ich hatte in den ZDF-Beitrag, den sie dann, wo sie das zusammengefasst haben, seine Recherchen und so, der hat ja da ewig mit Anwalt und so, versucht jetzt diese RKI-Files, so nennen sie es ja, rauszukriegen und rauszufisseln. Ne? Das ist ja alles noch geschwärzt und so, aber und da
In dem ZDF-Beitrag zum Beispiel wird auch gesagt, okay, multipolar, aber es wird zum Beispiel verhindert, also es wird nicht verlinkt, es wird einfach nicht auf den Originalbeitrag verlinkt. Und ich habe da immer schon sozusagen dieses Geschmäckle, dass, okay, der Paul Schreier, die mögen den einfach nicht und die versuchen als Medienhaus den gar nicht erst zu verlinken, damit das bei denen in der Statistik nicht auftaucht, dass sie solche komischen Seiten wie, was weiß ich, Nachdenkseiten oder so, oder vielleicht sogar Telepolis, ich weiß nicht, was bei den Leuten schon als Schwurbeln gilt, dass sie das versuchen, wirklich so klein wie möglich zu halten. Ne? Und sie konnten es aber nicht verhindern, weil der Medienaufschrei jetzt scheinbar so groß ist. Ich habe heute mal gegoogelt, gleich viel mehr Echo bekommen in den Medien und wahrscheinlich wird das jetzt auch noch ein paar Tage so bleiben. Würde ich dem Paul auf jeden Fall gönnen. Das hat sich ja irgendwie, also die nagen ja da schon ewig, ne? Und die machen da mit der Anwaltskanzlei rum und strugglen irgendwie. Und diese, weiß nicht. Also, weißt du, da gibt es sozusagen irgendwie so eine, ich stelle es mir so vor, man hat irgendwie die sozialen Geflechte innerhalb von, ich bin hier Journalist, ich bin lange im ÖRR und vielleicht mache es mir auch ein bisschen gemütlich da irgendwie. Und wenn du schon sagst, Risikominimierung ist irgendwie eine sichere Strategie, dann will ich mir lieber gar nicht erst, will ich auf jeden Fall nicht der Erste sein, der darauf verweist, sondern warte, wenn andere es machen, okay, dann fange ich es vielleicht auch an. Das heißt, hier wäre die interessante Frage, wer im ZDF hat dazu hat das entschieden, jetzt wirklich mal diesen Artikel dann online zu stellen und dann, dass das ZDF das sozusagen macht, damit alle anderen dann auch kopieren dürfen, so nach dem Motto. So kam es mir jetzt jedenfalls vor, keine Ahnung. Ja, das ist ja, das ist ein ambivalenter Wettbewerb. Also alle versuchen keine Fehler zu machen und auf keinen Fall der Erste zu sein, der den Kopf rausstreckt und dann die Kugel kriegt. Auf der anderen Seite wollen alle die Ersten sein, um eine ganz heiße Geschichte auszugraben und den Ruhm einzustreichen. Beispiel Korrektivrecherche. Ja. Das hätte auch wunderbar schief gehen können, aber die haben dann halt den Kopf rausgestreckt und ich glaube, es ist für sie sehr renommierlich, was da passiert ist. Und ich glaube, es ist auch ein Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs gewesen. Wir sind hier übrigens gerade in einem Privatmedium, also ich würde die privat nicht aufgeben. Kommt immer darauf an, was man daraus macht. Ich glaube, bei der Geschichte, die du gerade angesprochen hast, arbeitet natürlich mit, dass du einen enormen Wissenshintergrund hast und wir Journalistinnen und Journalisten von gesundem Halbwissen in allem leben. Also fast alle sind Generalisten und blicken da nicht rein und müssen dich oder Leute wie dich anrufen und sagen, ist das relevant oder nicht? Das ist das erste Problem. Und das zweite ist, übersetzt das mal. In jeder Redaktion gibt es die traditionelle Oma in Bane-Eickel oder den Taxifahrer, mit dem der Redaktionsleiter gerade zur Arbeit gekommen ist. Und von denen wird dann behauptet, die verstehen das nicht, die interessiert das nicht, das ist nicht in ihrer Lebenswirklichkeit. Und lass uns noch mal was über das lila Trikot der Nationalmannschaft machen. Das regt die Leute auf. Ja. Und da ist ja ein Körnchen Wahrheit auch drin, dass so ein Thema schwerer zu übersetzen ist und ohne Übersetzung niemanden emotionalisiert. So, und du bist ja eigentlich, dadurch, dass du auf allen Hochzeiten tanzt, relativ frei in deiner Entfaltung. Deswegen gönnst du dir schon auch mal ein bisschen zu trollen auf deinem YouTube-Kanal und Leute auch anzusticheln, ne? Also ich habe ein paar Sachen gesehen, so kritisierst irgendwie gerne auch die Baerbock und so, das finde ich ganz witzig. Wie kommt das, hast du sozusagen, wie ist da deine Erfahrung, dass du jetzt irgendwie, du hast irgendwie einen Haufen Leute, du kennst sie wahrscheinlich, bist wahrscheinlich unendlich vernetzt, ne? Also du kennst aus allen möglichen Medienhäusern Leute. Kannst du da irgendwie sagen, dass die einen tendenziell eher positiv auf die und die Talking Points reagieren und dem Thema hat man eher Zuspruch aus der Blase? Oder gibt es überhaupt diese Blasen? Also ich stelle es mir so vor, dass Leute, die irgendwie lange im Öffentlich-Rechtlichen sind, so eine öffentlich-rechtliche Blase haben, die eher staatstragend tendenziell ist oder irgendwie, ich weiß auch nicht, also wie Sie gesagt, diese Risikominimierung fahren und die vielleicht in irgendwelchen, was weiß ich, beim Spiegel oder so arbeiten, die tatsächlich eher so marketinggesteuert auf tagesaktuelle Politik besonders schnell und deswegen Attention-Economy-mäßig, hier, wie heißt das bei Stefan Schulz immer, Horse Race so unterwegs sind, dass das irgendwie, also wie ist da denn, du kannst das doch bestimmt viel besser jetzt ausdrücken als ich. Ich werfe hier die ganze Zeit irgendwelche Begriffe und so. Also Horse Race Journalism ist, meint, glaube ich, dieses Verdichten auf Köpfe und sagen, ist jetzt Pistorius der Wundermann und wie schlecht ist eigentlich Olaf Scholz und so. Und vor Also allem das. Echtzeit, also es muss schnell sein, ne? Ja klar, dann, ja, du musst ja immer der Erste sein. Ja, Genau. du bist immer der Wettbewerb, der Erste zu sein. Und wenn jetzt zum Beispiel, im Moment tickt die Uhr bei Pistorius, der ist jetzt, ich glaube, seit Amtsantritt da auch immer auf Nummer 1, diese Spiegel-Beliebtheitsumfrage.
Und jetzt haben alle mal ausgelotet, wie geil der eigentlich ist und dass er noch ein bisschen geiler ist als im Konkurrenzblatt oder auf der Konkurrenzplattform. Und jetzt tickt sehr laut hörbar die Uhr, wer schreibt den als erster kaputt? Und das kannst du natürlich nicht machen mit irgendwie, dass er sich von Doris Schröder-Köpf auch wieder getrennt hat. Das werden die Leute mal gar nicht so übel nehmen oder sagen, egal, war ein Verteidigungsminister. Aber irgendwann kommt jetzt die große Pistorius, der Kaiser hat auch gar keine Kleider an. Also das ist ein Medienmechanismus, den der Spiegel besonders gut kann, den die anderen aber auch alle gerne benutzen. Und die Bubbles, die du ansprichst, ja. Also natürlich gibt es gewisse Schattierungen, zum Beispiel unter den ARD-Sendern. Die ARD hat sich aber aufgrund ihrer Struktur ja sehr in sich selber gekehrt und kümmert sich um ihre eigenen Probleme und die sind groß, weil dieser Föderalismus ausgeartet ist oder nicht konstruktiv gemanagt worden ist. Es gab ja kürzlich diesen Zukunftsrat, der die Frage beantworten sollte, was machen wir denn mit ARD und ZDF? Und wenn man dessen erstes Teilgutachten liest, ist die Antwort komplett von der ARD. Also man sagt eigentlich, das ZDF ist zentralistisch, es ist hierarchisch und es ist seit, ich glaube, fucking 15 Jahren ewiger Marktführer in Deutschland. Und da gibt es gar keine Kritik dran. Und dann wird eben resoniert darüber, dass man eigentlich die ARD zum zweiten ZDF umbauen müsste. Das hat, glaube ich, viel mit Organisationsstruktur, auch Organisationsberatung zu tun. Eher dein Metier. Und was eigentlich traurig ist, dass so ein föderales System einfach kollabiert irgendwann oder dazu neigt, sich nur noch mit sich selber zu befassen. Diese Idee, dass der WDR der Rotfunk wäre, das gab es, als ich da Volo war. Also, das ist mausetot. Genauso wie, dass der Bayerische Rundfunk in vielem relativ fortschrittlich ist und jetzt nicht einfach nur der Haus- und Hofsender der CSU ist. Also, so. Das ist, ich habe ein linkes Thema, das kann ich jetzt nur Radio Bremen verkaufen, oder ich habe ein rechtes Thema, da muss ich zum MDR gehen. So einfach ist es leider nicht. Zum Glück eigentlich nicht. Und bei den Privaten, du hast es angesprochen, ich glaube gar nicht mal, dass es die Kolleginnen und Kollegen im Sender sind. Was ich zum Beispiel bemerkenswert finde bei RTL, ist mir tatsächlich nach vielen, vielen Berufsjahren der erste Hauptschulabschluss begegnet. Das ist was, was völlig unterschätzt wird, dass die Öffentlich-Rechtlichen sagen, abgeschlossen Abitur, abgeschlossenes Hochschulstudium, journalistische Berufserfahrung. Dann bist du schon mal so Ende 20 und du bist Teil einer Bildungselite. Und diese Bildungselite macht dann für alle Haushaltsabgaben zahlenden Programm. So. Und RTL sagt, naja, uns interessiert eigentlich eher, ob das eine erfolgreiche Programmmacherin ist. Und wenn die halt einen Hauptschul- oder einen Realschulabschluss hat, scheißegal, am nächsten Morgen kommt die Quote, dann werden wir schon sehen. Und deswegen glaube ich, unter anderem gelingt dann RTL eine Ansprache an Zielgruppen, die die Öffentlich-Rechtlichen verloren haben. Das hat ja auch Christian Baron, von dem lese ich auch immer mal ab und zu was, der legt ja da sozusagen auch natürlich wegen seinem Background immer die Finger in diese Wunde und formuliert es ja im Prinzip mehr oder weniger auch so und sagt, die Journalisten jetzt ist eine Gruppe von Menschen, die mehr oder weniger klassistisch getrennt sind vom Proletariat, mehr oder weniger. Und es gibt nur ganz wenig Durchlass. Und dazu, und dann fangen sie an, sich selber zu bestätigen. Ne? Also der eine Journalist schreibt was. Und hat im Hinterkopf schon, okay, was werden meine Journalistenfreunde dazu eher sagen und der Chefredakteur und so, ne? Und das spielt dann quasi auch da wieder mit rein, von wegen, okay, ich will ja hier Risiko minimieren. Das Und ist. ich will bei den Schlaubergern der Erste sein. Ja, genau. Also das ist der Tanz, den du da können musst. Würdest du sagen, dass es im Öffentlich-Rechtlichen, also sagen wir mal, man hat so jetzt irgendwie Praktikum gemacht, hat dann studiert, fängt dann da an, dass viele Leute versuchen, sich das da gemütlich zu machen? Sich da einzurichten und dann einfach einen ganz ruhigen zu machen. Also es war sicherlich in den letzten Jahrzehnten mit absteigender Tendenz so, dass man die Blüte seiner beruflichen Schaffenskraft darauf verwendet hat, eine Planstelle bei einem öffentlich-rechtlichen Sender zu bekommen, weil danach warst du safe. Also da musst du schon schlimme Dinge tun. Manche haben auch das geschafft, um dann nochmal rauszufliegen. Der Automatismus aber, mit dem junge Kolleginnen und Kollegen heute sagen, ich will zum öffentlich-rechtlichen, ist nicht mehr da. Warum? Weil es Konkurrenz gibt, weil überhaupt die Strahlkraft von ich will zum Fernsehen, was machst du denn da? Du bespaßt über 60-Jährige. Also Ja, okay, das stimmt ja. in deiner eigenen Peer Group ist das Medium gar nicht mehr relevant. Ja, das stimmt.
Da gibt es dann höchstens Funk halt, ne? Also die irgendwie versuchen hier, wir bespielen jetzt hier, keine Ahnung, irgendwie Social Media und so. Da habe ich ja auch immer so eine Theorie. Ich hatte damals, als ich kurz mal arbeitslos war in Corona, da war gerade Funk am Expandieren und hat gesagt, wir suchen hier Content Creators und so. Da habe ich mich auch beworben und habe gesagt, hier, guck mal da, ich würde so einen roten Reso für euch machen. Ich bin ein bisschen unangenehm, aber ich bin eigentlich ganz cool und so. Das Problem ist, sie haben dann geschrieben, ja, okay, Morph, weißt du, aber guck mal, deine Zielgruppe ist nicht unsere Zielgruppe. Wir wollen hier die 17-Jährigen und so. Und wir müssen das mit dem Marketing machen und so. Wir müssen jetzt hier auch die lustigen Schlüpferwitze die ganze Zeit haben und so. Und das ist ja genau das, was man jetzt beobachten kann. Also gefühlt würde ich sagen, 70% der Funkbeiträge sind irgendwie so, ja, das klickt sich dann irgendwie, wenn man 20 ist, wahrscheinlich besser. Ich weiß nicht, ich bin sehr gespannt, wie es im dunklen Parabelritter da gehen wird. Ja, das ist witzig, ne? Er hat ja schon gesagt, dass das Formularwesen der Öffentlich-Rechtlichen, was bei Funk nach meiner Erfahrung extrem ausgeprägt ist, also es ist richtig paradox, dass ihn das beeindruckt hat. Er muss jetzt Schnittlisten machen und ich sage ihm, man muss auch GEMA-Listen machen und es wird sehr schön kompliziert. Aber er hat eine sehr gute Strategie gewählt, indem er einen Teil seiner Kanäle für sich privat bewahrt und dann machen kann, was er will. Und wenn er jetzt bei Funk nicht machen könnte, was er wollte, traue ich ihm auch Ehrenmann zu, dass er das sagen würde und das wieder sein lassen würde. Ja, Ich das hat er bin. wahrscheinlich auch nicht nötig, ne? Also, Nö. er ist ja so gut vernetzt. Er hat ja, ich weiß gar nicht, also ich verfolge den ja tatsächlich schon von früher noch, weil er ist ja auch ein Ossi und er macht auch das mit dem Metal und da kommt er ja auch her und daher kenne ich ihn auch von früher und so. Dann hat er ein Festival angefangen, hat eine Modelinie gegründet. Das ist alles schon noch bevor er durch YouTube als so eine Art Aufklärer groß geworden ist, hat er das ja gemacht und ich fand damals auch seine, ich sag mal, gesellschaftlichen, politischen Analysen schon ziemlich gut, weil er, obwohl er auch, er ist ja auch noch mal, weiß nicht, 5, 6 Jahre jünger als ich, würde ich locker schätzen, war er damals schon ziemlich, also es hat mich beeindruckt, dass jemand das so hinkriegt. Und jetzt sozusagen, klar, dann hat er irgendwann erkannt, okay, er kriegt viel mehr Response für seinen, ich mache hier gesellschaftskritischen Content und dann ging das irgendwann los, ne? Ich weiß gar nicht, irgendwann im Corona ging das, glaube ich, so richtig durch die Decke, so 21 oder so. Und ich denke nicht, dass er das nötig hat. Ich glaube tatsächlich, der will einfach mal gucken. Der will sich sozusagen weiterentwickeln und gucken, was passiert. Der ist interessiert daran, sich jetzt sozusagen einfach mal da weiterzuentwickeln in die Richtung. Ja, und wenn man zweimal die Woche so ein 20-Minuten-Brett raushaut, was ja Gott sei Dank beim Parabelritter auch mit einiger Recherche und einigen Quellennachweisen unterlegt ist, dann zu sagen, ich gründe jetzt eine Firma und kann ein paar Leute beschäftigen und auch hoffentlich fair bezahlen, und das sollte mit dem Geld von Funk gehen, um da dauerhaft die Qualität zu gewährleisten und nicht auf der Glatze Locken drehen zu müssen, finde ich völlig nachvollziehbar. Ja, und Okay. ich hätte auch Aber immer das gedacht. ist so ein bisschen dieses Manufakturding, was ich am Eingang über unsere Firma zu erklären Ja. versucht habe, ne? Ich hätte auch gedacht, dass viele das sozusagen dann einfach gezielt als Sprungbrett benutzen. Also sagen, okay, ich habe jetzt hier das Angebot, ich könnte jetzt hier für, keine Ahnung, wahrscheinlich sind die befristet immer ein Jahr bei Funk oder so und dann einfach mal ein bisschen Reichweite aufbauen, ein bisschen selber sozusagen die Erfahrung machen und dann kann man es auch wieder sein lassen, wenn man sich einmal etabliert hat. Das wäre. Also insofern. Deine Seheindrücke von Funk, ich kann das nachvollziehen. Wir haben auch mal für die produziert. Ich fand es einfach nur ein unfassbar 17-stufiges Verfahren von Boards und Reboards und jetzt noch mal eine Schulklasse fragen. Und es war halt doch so eine Flusskiesel-Rundschleiferei, wo ich sagte, na, also die Idee vom Publizieren, vom netzbasierten Publizieren ist ja schon ein bisschen unplugged, ist schon ein bisschen mehr Video-Grunge, ist schon ein bisschen mehr Authentizität. Und wenn jetzt Öffentlich-Rechtliche digital publizieren wollen und da praktisch die inneren Verfahrensvorschriften eines Finanzamtes reinstecken, was soll da passieren? Außer dass der Sandstrahler kommt und alles rund macht. Insofern glaube ich, dass die andere Strategie, man mäzeniert für eine Zeit, siehe Parabelritter, Produkte, die aus sich heraus schlau sind, wo man jetzt nicht ein 17-stufiges Genehmigungsverfahren drüber hängt, finde ich sogar die bessere Strategie. Ja, genau. Einfach sozusagen ein fertiges Ding noch unterstützen irgendwie und gucken, ja. Ja, also irgendwie ist es irgendwie, ich finde es tatsächlich irgendwie ein bisschen schade, aber ich kann es auch verstehen. Wahrscheinlich ist das wirklich, ich denke mir immer, wenn ich eine Infrastruktur schon da habe, ich bin schon ein großer GEZ-Fan
Klumpatsch, eine Verwaltung. Dann fehlt mir ja Es ein gibt keine genug, dann GEZ. fehlt mir ja ein, ja, okay. Dann fehlt mir ja nur Personal, ne? Dann fehlt mir sozusagen der kreative Input, der auch kreativen Output erzeugt. Ich würde dafür die Infrastruktur gewährleisten, hier Technik und Leute, die sich mit Schnitt auskennen und so, aber ich brauche Leute, die das machen. Und dann denke ich, ja, haben vielleicht Öffentlich-Rechtliche dieses, also diesen klassischen Preiskampfproblem, dass sie sozusagen mit Privaten nicht mithalten können und deswegen dann irgendwie, also wie ist das überhaupt, wenn du jetzt, sagen wir mal, du wärst jetzt 20 und würdest nochmal denselben, würdest jetzt die Medienlandschaft vorfinden, die wir jetzt haben. Du hattest die Sache mit der Schülerzeitung und willst unbedingt irgendwie Medien machen und so. Wie Ja, würdest du. ich würde einen Weg gehen, ganz klar. Also das ist ja ein ganz kurzer. Zu meiner Zeit, wenn wir sagen mal 20, da kostete ein Schneidetisch 500.000 Mark. Ein Schneidetisch. Und eine Kamera kostete 80 oder 100.000 Mark. Und Leute, die das bedienen konnten, arbeiteten beim WDR, weil der Monopolist war. Die konntest du auch gar nicht bezahlen. Also der Zugang zu Produktionsmitteln, war unmöglich. Die hatten ein komplettes Monopol und das war ja preisgesteuert. So, von daher war da kein Träumen dran, sondern halt irgendwie zusehen, wie man Volo kriegt und an die Dinger drankommt, wenn man halt gerne, was bei mir ein zentraler Antrieb war, Radio machen wollte. Und heute kannst du das alles für 500 € im Mediamarkt schießen und bist sendefähig. Und ja, würde ich mir wünschen, dass ich damals auch diesen direkten Weg gegangen wäre, klar. Was schade wäre, weil ich hätte ja gar keine Ausbildung angestrebt. Ich habe ja die Ausbildung angestrebt, nicht weil ich diese Ausbildung haben wollte, sondern weil ich dran wollte, weil ich was machen wollte. Ja. Hat aber nicht geschadet. Ich Das, weiß aber nicht, ob du es hattest das ja war. quasi keine andere Wahl, ne? Nee, das war ein Bandnadel, das stimmt. Ja. Das stimmt. Und mal angenommen, du wärst heute 20 und wärst vollständig progressiv links, richtig antikapitalistisch, basisdemokratisch, das volle Programm. Wie schätzt du ein, wie schwierig es ist, mit wirklich jetzt einer radikalen linken Einstellung Fuß zu fassen in solchen Medienhäusern? Also um meinen spirituellen Führer Morph zu zitieren, Linksliberale sind ehrenlose Scheißwichser. Dem rechne ich mich gerne zu, aber gucken, wohin wir damit heute noch kommen. Du würdest sagen, du bist linksliberal? Ich bin linksliberal. Also als Okay. Journalist sollte ich dazu gar nichts sagen, Nein, aber aber. ich werde im Mai 63 und es wird mir zunehmend egaler. Ich bin jetzt durch dieses Berufsleben durchgekommen, ohne einer Partei beizutreten. Also wenn es hochkommt, habe ich zwei oder drei zivilgesellschaftliche Appelle unterzeichnet. Aber ansonsten meine ich, dass mein Wams in dieser Hinsicht sauber ist. Und um auf den Kern deiner Frage zu kommen, klar, wie ich dir eben erzählt habe, ich habe dann versucht, eine Ausbildung bei der TAZ zu bekommen, habe ich nicht bekommen. Ich habe dann gearbeitet bei der WAZ, also Funke Gruppe. Ah, die war nicht links, die war nicht rechts, das war eine Lokalzeitung. Die hat versucht, dass möglichst beim Feuerwehrball und bei den Taubenzüchtern sehr viele Leute auf dem Foto waren, damit sehr viele Leute dann jetzt noch die Zeitung kaufen. So ganz basal. Und ich habe da auch nicht mal, als ich zum WDR ins Volontariat ging, darüber nachgedacht, ob der jetzt noch der gute alte Rotfunk ist oder was der eigentlich ist, sondern der war der Monopolist, woanders hätte ich eh nicht hingehen können. Ja. So. Na, Wenn also. ich glaube schon, dass das, was du machst, was ich auch mache, aber in einem anderen Lebensabschnitt, mutig ist, weil wir wissen, dass auf den digitalen Plattformen eigentlich die Absage an gesellschaftlichen Diskurs im Mittelpunkt steht. Also dieses, ich bringe mal ein paar Argumente an oder ich gehe da mal mit einem Quill durch, was mir nicht nur Applaus bringen wird, weil ich vielleicht eine unangenehme Fakten auch noch auf den Tisch legen muss oder sag, so kann man das auch mal sehen, wissen wir beide. Wenn ich sage, Bill Gates trinkt Kinderblut, habe ich morgen meine Klicks. Ja, na klar. So, ne? Und auch das wäre, also ich habe viel Kritik zu üben an unserer gegenwärtigen Außenministerin auf einer politisch-sachlichen Ebene. Ich finde, sie ist auch ein sehr typisches Produkt der Prozesse, die du eben angesprochen hast. Also was die Verkastung von Politik angeht. Supercast hat vielleicht mit Politik nicht viel Glück und nicht viel Geschick und nicht viel Handwerk, aber ist halt ein toller Cast.
Aber ich merke das auch, wenn wir die auf dem Thumbnail haben, mit irgendeinem, also auf dem Ankündigungsbildchen, mit irgendeinem negativen Claim, Ja, hast du irgendein gleich Helm auf oder so, ja. irgendwie so, hast du 10.000 Klicks mehr Ja. und musst dann aber in den Kommentaren gucken, dass du sehr viele auch ehrverletzende, auch persönlichkeitsverletzende Kommentare wieder wegstreichst und sagst, okay, das kann jetzt der Preis nicht sein. Ja. Also ich wüsste, wie ich meine Reichweite steigere, indem ich eben jede Woche Frau Baerbock verprügelt. Klar. Aber ich weiß auch, welche Posse ich mir dann da zusammenstreame. Ja, so ein bisschen ist ja meine Logik auch. Also ich meine, dieses Medienprodukt, was ich hier mache, ist ja wirklich nur reines Hobby, ne? Ich habe ja diesen Luxus noch, dass ich an der Uni Vollzeit angestellt bin und hier machen kann, was ich will. Und ich offende ja auch ständig, ich verliere auch ständig Abos, einfach weil ich irgendwie Leute damit offende und die haben das nicht erwartet und so. Das kenne ich auch. Und das ist auch völlig okay. Das Resultat davon ist aber angenehm. Man hat dann wirklich sozusagen nur noch einen harten Kern von Leuten, die mehr oder weniger, das rede ich mir jetzt ein, auf die Inhalte abfahren. Ne? Also es gibt wahrscheinlich auch Leute, die auf die Ästhetik abfahren. Guck mal, der redet so komisch und so und machen sich ein Trinkspiel draus, immer wenn der Ossi aber M sagt oder so, keine Ahnung. Aber ich denke tatsächlich, also das, was ich an Feedback kriege, so sind wirklich, ich denke, die Zielgruppe sind irgendwie irgendwelche Nerds, die sich von so Laberfachmenschen, Soziologen und so nicht abgeholt fühlen, weil die deren Sprache nicht sprechen. Und wenn man so ein bisschen technischen Background hat, dann wird man sich wahrscheinlich irgendwie abgeholt fühlen von dem Duktus, den ich habe, weil ich halt immer diese Worte habe. Und ja, und dann kann ich mir das halt leisten. Und ich habe das ja selber bemerkt, ich habe keine Ahnung, vor 2 Jahren ein Video gemacht zur Political Correctness und da habe ich irgendwie gesagt, hier finde ich blöd, weil bla bla bla, habe so ein bisschen erzählt, identitäre Linke und so. Und dann war mein Beispiel die Vergewaltigungsskandale von Rosahem. Kennst du die? Nee, sag mal, Das was ist war? in, das war, es ist wirklich schon lange her, das muss so um die 2000er gewesen sein, ich weiß nicht mehr, aber es ging so ungefähr 10 Jahre in England, in Rosahem, ist so eine Ortschaft, da waren eine pakistanische Gangs unterwegs, die haben in den White Trash bei den Armen, bei der weißen Bevölkerung, die jungen Mädchen abgefarmt, indem sie die mehr oder weniger gegroomt haben und zur Prostitution gezwungen haben, Oh im Gott. Prinzip. 10 Jahre lang. Und die Social, also die Streetworker, die Bullen, die Richter, die Journalisten, alle hatten keinen Bock, da was dagegen zu machen, weil sie sich gegenseitig sind. Also sie hatten Angst davor, dass die anderen sie als Rassisten betiteln, weil pakistanische Gangs und so, das kann ja wohl nicht sein. Und das ging 10 Jahre deswegen, ne? Und das ist sozusagen ein richtig gutes Beispiel, um aufzuzeigen, ist nicht ganz so cool, wenn man die ganze Zeit wirklich auf dieser politisch abgehobenen Ebene redet und nur nach Buzzword sucht und um den anderen einen Wettbewerbs Nachteil zu erzeugen, indem man sagt, hier, du hast das böse Passwort gesagt, du bist garantiert, was auch immer, transfeindlich oder antisemitisch oder so, ne? Und Also ich kenne jetzt dein Beispiel und seine Deutungsgeschichte und den Faktenhintergrund nicht, deswegen kann ich das Beispiel nicht bestätigen und auch nicht das Problem dementieren. ist, mit diesem Beispiel wurde tatsächlich nur, das wird nur in rechten Medien wiederholt, deswegen kennt es keiner, ne? Und ich habe dann mal ein bisschen geguckt und das ist tatsächlich legit. Also das ist tatsächlich so passiert. Und man kann auch gut im Wikipedia-Eintrag, den gibt es auch auf Deutsch, kann man das gut nachvollziehen und so. Und das ist halt ein wirklich extremes Negativbeispiel. Deswegen wird das wahrscheinlich nicht wirklich breit getreten. Aber dieses Video hat natürlich extrem viel Attention Ja, bekommen von dem rechten Lager, ne? Und dann ja. Und sage ich, guck mal das ist hier, dann die Einladung des Algorithmus an ganz dich. genau, Mach doch mehr mehr sowas. in die Richtung gehen, ganz einfach. Genau. Und da Und widerstehen zu können, weil man noch eine wirtschaftliche Alternative hat, ist natürlich klasse und auch klasse, dass du der Versuchung widerstehst. Und es ist auch schwer. Also ich bin ja jetzt seit 27 Jahren auch Geschäftsführer und Kaufmann und meine Kolleginnen und Kollegen hier erwarten von mir, dass ich immer irgendwie was tue, damit sie auch morgen viel zu arbeiten und gerechtes Gehalt haben. Und das ist nicht so einfach, wenn du independent bleiben willst, ja. das zu refinanzieren. Ich hätte halt gedacht, dass du dadurch, dass du irgendwie, also wie auch immer du das gemacht hast in den 90ern, dich so gut vernetzt hast, dass du wirklich ein gutes soziales Kapital auch hast, dass du dir solche Sachen und mal den Fauxpas hier und du verarscht mal die und du verarscht mal die und dann setzt du dich am Ende mit deiner Gitarre hin und bist irgendwie der coole Typ und so, dass du dir das einfach leisten kannst, weil du dich so gut etabliert hast. Also ich sehe das auch, ich will nicht sagen als ein Luxus, aber andere Fernsehproduzenten fahren Jaguar und ich mache halt diese kleine Sendung. Das macht mir Ja, mehr Spaß. ja, So, ja, das ist schon so. Aber im Moment ist diese Fernsehbranche im Sterben begriffen. Also ich finde es ganz spannend. In meiner Kindheit bin ja 61er Jahrgang, um es zu betonen. Offenbar habe ich ein Problem mit meinem Alter. Also da saß man noch so im Kreis ums Radio und hörte einen Durbridge-Krimi und war gespannt, wer jetzt wohl der Mörder war.
Das war noch real und dann hat sich Radio bis heute fast ins Nichts verflüchtigt Ja. oder sozusagen in ein schwarzes Loch, aus dem dann auf einmal Podcasts wieder rauskommen, weil niemand Ja. mehr glauben wollte, dass überhaupt noch jemand was hören will. Und offenbar wollen die Leute noch was hören, aber nicht das, was aus die 60. der 70er und die 80. von Richtig. Drei gestern. Stunden am Ne? Stück irgendwas, ohne Werbeunterbrechung, das Verrückt, ist cool. ja, Deutschlandfunk verrückt. habe ich auch gerne immer gehört, so auf dem TV zum Beispiel. Aber sonst, ja. Und jetzt darf ich zugucken, wie das Fernsehen die gleiche Erfahrung macht, nämlich sich panisch seine Nische sucht. Und die Generation so bis 30, für die ist Fernsehen nicht mal mehr ein Möbel und keine Lebensgewohnheit. Zwischen 30 und 60 tobt der Krieg zwischen Fernsehen, linearem Fernsehen und den Streamingdiensten, weil das natürlich für viele viel bequemer ist, zu sagen: Ich werfe doch nicht mein Kind ins Bett, Sonntag 2015 halt die Fresse, weil jetzt kommt der Tatort. Sondern die sagen, vielleicht finde ich sogar noch was Spannenderes und Besseres als den Tatort, was mit einem riesigen weltweiten Production Value hergestellt ist. Und da gucke ich aber drei Stück davon hintereinander weg, wann ich möchte. So, und über 60 beginnt dann das Fernsehpublikum. Ja, So, genau. von daher ändern sich hier auch gerade alle Geschäftsmodelle und sieht es in der Fernsehbranche richtig übel aus. Und finde ich das spannend, das miterleben zu dürfen. Wie so neulich sprach man noch von der Telekratie, von der Über- und Allesherrschaft des Fernsehens. Und die Politiker haben sich für 3 Sekunden Anne Will umgebracht. Ja. Und heute sagst du, ja, Freunde, habt ihr TikTok verschlafen, ist doof, gewinnt die AfD die Wahl. Das ist sehr spannend. Aber das Geschäftsmodell dahinter ist im Moment komplett kaputt. Ja. Ich hatte diese Beobachtung, ich habe das auch damals so gefühlt, als ich angefangen habe, immer im Internet rumzuhängen, und ich habe ja damals eigentlich nur gezockt. Ich habe gar keine Medien im Internet so mir drauf geschafft, sagen wir mal so, als ich 20 war oder so. Aber ich hatte schon das Gefühl, okay, das mit dem Fernsehen, das wird so wie Radio. Das wird immer unwichtiger werden, einfach weil ich an mir selber beobachtet habe und bei meinen Kumpels und so, irgendwie Fernsehen wurde immer unwichtiger. Und ich denke tatsächlich, das mit dem Internet wird aber auch in diese Richtung gehen, und zwar folgendermaßen: Wir können ja jetzt immer mehr automatisieren. In den Social Media ist voller Bots. Ne, die sind mittlerweile so gut, dass du die nicht wirklich erkennen kannst, ob das Bots sind oder nicht. Also wenn da Kommentarspalten vollgeschissen sind mit generischen Kommentaren, kannst du nicht entscheiden, ob das jetzt ein Boomer ist oder ob das einfach nur ein Bot ist. Und dadurch, dass die alle an oberflächlichen Metriken den Algorithmus hacken, quasi, wer hat die meisten Shares und so, kannst du, wenn du eine Botform hast, die da drauf teilen, dann geht da irgendwas viral, was völlig künstlich ist. Und es gibt die sogenannte Dead Internet Theory. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Nee, sag mal. Das sagt im Prinzip, der automatisierte Content wächst exponentiell an, und irgendwann ist das Internet gesättigt damit, und es wird schwierig, dass sich noch Menschen zufällig im Internet treffen, sondern, also, es Ist wird das irgendwann. eine Dystopie oder ist das für real? Also ich halte das tatsächlich für extrem real, in dem Sinne, weil jetzt gerade aktuell sind ja also seit einem Jahr ist das ChatGPT ja quasi Mainstream, und du kannst mittlerweile mit Plugins fertige, sagen wir mal, Werbekampagnen zusammenklicken lassen. Ne? Also du gibst ein bisschen Geld rein, das kostet ein bisschen Rechenkapazität, dann kriegst du eine Homepage, die fertig designt ist. Du sagst nur ein paar Stichpunkte, was soll deine, was auch immer, Kampagne werden, oder was soll deine Firma oder dein Businessmodell sein, völlig egal, generischen Zeug kreieren oder auch Fake News, egal. Und dann kannst du nicht eine Seite machen, sondern sagst halt 8000 davon. Und ich möchte damit den SEO, sagt dir das was, dieses SEO-Hacking betreiben, weil quasi alles mittlerweile von Algorithmen abhängt. Ne? Da sitzen ja keine Menschen, die das mehr entscheiden, wie damals noch im Journalismus, wo es Gatekeeper gab, sondern das wurde alles der Krake überlassen. Und dadurch, dass die Krake aber dezentral ist, kannst du es nicht mehr wirklich einfangen. Ich gehe also davon aus, es wird sozusagen einen riesen Overhead an Traffic geben, von dem irgendwann in der Kultur bei uns Menschen angekommen ist, okay, das ist egal. Wir wissen, das ist Bot generiert, und wir werden uns auf einzelne Inseln zurückziehen, die wiederum private sind. Also Foren, geschlossene Gruppen im Discord, aber nicht mehr Kommentarspalten in der Öffentlichkeit. Also ich glaube, das ist eine tatsächlich realistische Entwicklung, die also wahrscheinlich nicht so weiter Zukunft, weil wie gesagt, diese GPT-Assistenten sind jetzt da. Du kannst dir eine eigene Sekretärin basteln im GPT. Du sagst, du als ChatGPT, tu mal so, als wärst du meine Sekretärin. Du hast Zugriff auf meinen Google-Kalender, du kannst meine E-Mails lesen und
Ich kann dich später irgendwann fragen, ey, was muss ich denn da noch schreiben? Entwerf mir mal eine E-Mail. Schreib mir mal, mach mir mal eine PowerPoint-Präsentation fertig mit 5 Bullet Points. Ich habe 2 Minuten Zeit für ein Pitch-Meeting, so und so weiter. Also diese generativen Netzwerke werden immer besser und können sich miteinander sozusagen prompten gegenseitig, ne? Und du kannst mehr oder weniger schon fast, also im Prinzip kannst du fast schon eine komplette Redaktion aus einer Zeitung nachbauen. Du kannst mehrere Ja. GPTs, du kannst dem einen GPT sagen, du bist der Chefredakteur, du bist Journalist 1, du bist Journalist 2. Die prompten sich gegenseitig. Das kann man mittlerweile schon relativ gut bauen. Also es gibt ein Paper, das habe ich letztens erst gesehen, wo sie so eine Art Sims-Umgebung nachgebaut haben in einem kleinen Ort. Ne, jeder hat ein kleines Häuschen. Alles so, wie man sich wirklich so 2D vorstellt. So richtig kleines Sandbox-Game. Und die Agents da drin sind Bots, die sich mit GPT-Interface dann miteinander unterhalten. Und die entwickeln richtig Geschichten. Die einen laden sich zum Kuchen ein und die haben dann Drama am Laufen und so. Und das entwickelt sich von allein, das emergiert. Ne? Also es ist nicht so, dass da jetzt eine künstliche Intelligenz in dem Sinne, dass die jetzt wirklich krass ist und die Welt übernimmt. Nein, nein, aber sie kann generisch sich so verhalten, wie das, was wir jetzt schon beobachten können, wie es in den Netzwerken abgeht. Also Leute Also deine prompten sich. These, Morph, läuft aber doch darauf hinaus, dass es eine Schwarmintelligenz gibt, die das erkennt und uns davon emanzipiert. Ich denke, also Also du bist ja gleichzeitig ein großer Kritiker von KI-Dystopien. ja, voll, genau. Also ich denke, es kommt ein bisschen, also ich hoffe, dass die Kultur, dass es Kulturen gibt, die sich davon abnabeln und nicht mehr daran teilhaben wollen, sondern sagen, okay, so wie bei Fernsehen auch. Ja, okay, es gibt Schlagergarten. Ja, okay, es gibt DSDS. Keine Ahnung, interessiert mich gar nicht. Ich habe wieder an einem Leben teil, was auch mit Medien und Schnittstellen funktioniert, die mir was bringen. Und alles andere werde ich einfach ignorieren, so wie, keine Ahnung, RTL im Radio oder RTL in echt. Und im Internet, denke ich, wird es das auch geben. Und da ist dann sozusagen eher so ein evolutionärer Aspekt, wenn man jetzt länger darüber nachdenkt, dass es sozusagen sich auf Generationen ausbreitet, dass dann sozusagen die Form von Kultur überlebt, im evolutionären Sinne, die noch, also die interne Strukturen sich behält, die nicht auseinanderfrisselt, Kommunikationsschnitt. weil sie von Bots sozusagen auseinandergestückelt wird. Und ist das dann eine neue Elite? Das ist eine gute Frage, denn diese Frage hatte ich schon mal in einem Zizek-Interview beantwortet gehört. Zizek hat mal gesagt, wenn der Neuralink-Chip irgendwann kommen sollte, ne? Also der, wo man immer hier oben drin und Elon online ist, Musk. wird es eine Zweiklassengesellschaft geben. Von Leuten, die sich das leisten können, nicht immer online sein zu müssen. Und die Leute, die quasi dann aber diesen Chip hier oben drin haben und das mit dem Neurofeedback und so, und dann sind die Gedanken nicht mehr frei, so nach dem Motto. Und ich denke, das Internet als solches mit den ganzen freien Content, wo man jetzt nicht irgendwie was bezahlen muss dafür, das wird einfach mehr oder weniger von Attention Economy überrannt werden, weil das ist das, was der Algorithmus im Feedback Loop sozusagen immer weiter nach oben spülen wird. Das heißt, mehr oder weniger rechter Troll Kladderadatsch. Und irgendwann sozusagen wird das, also die Boomer sterben weg. Es wachsen neue nach. Dankeschön. Weißt du ja. Und dann sozusagen ist die Frage, wenn jedem bekannt ist, okay, das ist RTL, das ist DSDS, das ist blöd, kommt das irgendwann in der Kultur an und entwickelt sich eine Gegenkultur. Und ich denke, ja, das wird passieren. Ne? Und dann wird es einfach sozusagen ausfransen und das Internet wird wieder an Gewicht verlieren. Ich denke, es wird wieder unwichtiger werden. In diesem Sinne. Nicht so wie jetzt, ne? Wo man wirklich sagt, oh nein, keine Ahnung, die Medienkampagne von dem und dem, die ist ein totaler Hit, die gehen total viral. Wir müssen alle auf diesen Zug mit aufspringen und fühlen uns auf jeden Fall angestachelt, im Wettbewerb, im Echtzeitcharakter unbedingt teilhaben zu müssen, sondern irgendwann wird das wieder umschlagen, es wird wieder unwichtiger. Ich denke mal, das ist immer so, wenn man im Kapitalismus allgemein, wenn sich Märkte erschließen, ist da irgendwo ein Hype, dann geht es wirklich so und auf dieser Welle wollen alle mitreiten und in den letzten, ich würde sagen, 10 Jahren war das seit der Einführung mit den Smartphones, wo jeder Idiot im Prinzip mehr oder weniger online sein Klickverhalten an den Meistbietenden verkauft, da war das genau dieser Hype. Und jetzt dadurch, dass alles automatisch und generiert und generisch erzeugt werden kann, also das ist jetzt State of the Art. Das wird also jetzt dieses Jahr, würde ich sagen, ist das Jahr, wo das sich komplett ausbreitet. Ich sehe schon also ich habe zum Beispiel boomermäßig noch einen Facebook-Account, wo ich sozusagen mit meinen Leuten
als Messenger mich unterhalte und ich sehe in meiner Timeline generische Bilder, wo die Kommentare unten drunter nicht sind, das ist AI generiert. Das heißt, entweder die Kommentare sind von Bots oder sind von Boomern, die das nicht sehen, dass das ein generiertes Bild ist. Und die gehen aber viral, in dem Sinne, dass die wirklich hunderttausendfach geteilt werden. Das heißt, das sind garantiert Bots, 100 Pro. Und ich nehme mal an, das führt, also da, es wird viele von diesen Wechselwirkungen geben, wo also auch Leute, die diese Werbekampagnen schalten, das kostet ja Geld, ne? Facebook muss irgendwann das Businessmodell anpassen, weil sie erkennen werden, okay, wir haben hier fast ein Netzwerk von Karteileichen, fast alles Bots, die wir erreichen, die generieren keinen Umsatz. Das heißt, irgendwann wird diese Blase auch an Spekulationen, diese IT-Unternehmen sind ja alle sehr hoch geratet, ne? Das wird wieder abfallen. Das wird wieder an, also irgendwann, es gibt immer eine Marktsättigung im Kapitalismus. Und das ist immer da, wo die Krise eintritt, ne? Wo auf einmal diese ganzen Wachstumsmodelle nicht mehr gegen die Realität fitten und alle irgendwie sagen, fuck, wir müssen irgendwo Rendite herkriegen. Und das wird, ich denke, es wird wieder in dem Sinne unwichtiger. Und die Menschen, die noch da sind, die sind die, die eine eigene Kultur daraus emergieren lassen werden. Ich denke, in 20 Jahren, wenn wir da noch Internet haben, weil wir noch Infrastruktur haben, dann wird es eine andere Kultur geben. Eine, die unterhalb dieses Internets stattfindet. Auf eine andere Art und Weise. Nicht in dieser Form mit diesen Social Media, die mit Algorithmen sozusagen sich selbst feedet. Weiß nicht, vielleicht so Mastodon zum Beispiel, die versuchen ja ohne solche Algorithmen das zu machen, ne? Aber die kommen halt nicht gut an, weil die Leute den Algorithmus wollen und so. Es ist Ja, aber schwierig. da kommen wir jetzt auch auf eine Tür zu, die den Begründungszusammenhang liefern könnte für gesellschaftlich kontrollierte Multilog-Dialog-Formate außerhalb der Kontrolle Einzelner. Also ich habe Mit anderen Worten, um die Katze aus dem Sack zu lassen, was ich sagen möchte, oder welche Diskussion ich da in der Gegend sehe, ist, ich würde mich selber schwer tun, heute Slow Joe in the Last Row oder diese Oma in Wanne Eickel oder diesen Taxifahrer des Redaktionsleiters mit Hugenberg und Goebbels nochmal zu erklären, warum sie diese Haushaltsabgabe zahlen müssen für Fernsehgarten und Tatort. Ich glaube aber, dass die eigentliche Begründung genau die ist, die du gerade geliefert hast, nämlich dass es Alternativen zu Oligopolstrukturen in der Kommunikation geben muss, die eben nicht Zuckerberg oder Musk oder solchen Leuten, Privatpersonen gehören. Das wird sehr schwer, weil die Leute draußen, naja, um ehrlich zu sein, in den 40er Jahren haben die Deutschen auch nicht gesagt, oh, ich möchte so gerne einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, sondern die haben gesagt, ich möchte gerne was zu essen haben. Also das ist uns ja von den Alliierten aufgeholfen worden, ein öffentlich-rechtliches Rundfunksystem, Mediensystem, damals Radio vor allem System oder nur. Und heute den Begründungszusammenhang herzustellen, das kommt aus der Richtung, die du gerade formuliert hast, nämlich, dass die von mir aus echt mal sich schlank sparen können bei 70 Radiowellen und ich weiß nicht, aus 17, 18 Fernseh oder es sind ja viel mehr, ich glaube an die 30 Fernsehsender, also wenn man sowas wie Arte und Dreisat und so mitrechnet und eigentlich viel mehr von unserem Geld einsetzen müssten, um diese Oligarchenherrschaft zurückzufechten. Auf Gedankenspuren, wie du sie gerade ausgelegt hast. Also wenn ich mir was wünschen würde, dann wäre, also Facebook nicht überaltert, klar. Aber dann wäre das werbefrei, dann würde da nicht mit meinen Daten gehandelt und dann wäre da nicht ein Algorithmus, der genehme Meinungen bevorzugt und unangenehme Meinungen benachteiligt. Mit anderen Worten, es gäbe solche Social-Media-Plattformen unter öffentlicher Kontrolle. Damit könnte ich für mein Leben heute wesentlich besser begründen, warum ich eine Abgabe zahle und warum es öffentlich-rechtliche Medien gibt, als mit Teilen des veröffentlichten Fernseh- und Radioprogramms, ganz klar. Ja, also ich hatte, dadurch, dass ich so privilegiert bin, habe ich natürlich überhaupt kein Problem damit, irgendwie 20 Euro Abgabe und so und ich zahle auch Steuern. Warum rege ich mich jetzt über das auch noch auf und so? Ich verstehe sozusagen, dass Leute, die armutsbetroffen sind, da eine ganz andere Schiene dafür haben oder Leute, die für solche Leute sich interessieren und Allies sind und so, das ist auch klar. Ich denke tatsächlich, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich sagen, in Zukunft wird ja alles, was nicht keinen menschlichen
Aspekt braucht, um es zu tun. Sowas wie generischen Content kreieren oder Taschenrechner sein oder blöde Coding-Jobs machen, um eine App zu programmieren, das wird alles automatisiert. Das, was übrig bleibt, sind die Sachen, wo es darum geht, dass es ein Mensch macht. Carework an erster Stelle und dann aber sowas wie, ich würde es Vertrauensarbeit nennen. Und da würde ich sagen, das ist was, was Journalismus macht. Opinion Leader, Leute, die Informationen verstoffwechseln und nochmal ihre Meinung oben drüber einbetten und es sozusagen ihren Leuten rüberreichen. Zum Beispiel so jemand wie Stefan Schulz, ne? Der macht ja einfach nur das. Also, der macht natürlich viele Sachen, aber wo er mir aufgefallen ist, er setzt sich im YouTube hin, hat seinen Fernsehpodcast, gibt seine Meinung und er finanziert sich ja nur durch Spenden, ne? Nicht durch Werbung. Und dadurch sozusagen ist der einzige Feedback Loop, der ihm sozusagen prinzipiell irgendwann in den Arsch kneifen könnte, ist, wenn dieser Feedback Loop über die Spenden seinen Inhalt verändert, ne? Und ich würde sagen, das klassische Beispiel, das prominenteste Beispiel ist Ken Jebsen. Bei dem war das genauso. Er sagte, ich bin total unabhängig, ich bin ja nur hier von meiner Community. Und dann hat er aber erkannt, ah, wenn ich hier diesen Schwurbelkram mache und dann kriege ich noch mehr Spenden. Und zack, das war der Feedback. Ne? Ja, aber Entschuldigung, dann lieferst du das Problem wieder sozusagen bei der charakterlichen Güte einzelner Protagonisten ab. Also Ja, wenn. Tilo ist spendenfinanziert im Genau. Wesentlichen, er ist auch Werbung zu, er ist spendenfinanziert und ich finde, dass er eine recht gerade journalistische Furche zieht. Ken Jebsen ist jetzt in deiner Beschreibung eigentlich einfach nur korrupt. Naja, oder ich würde ihm nicht Korruption, nein, ich würde eher ihm unterstellen, dass er einfach nicht, erstmal hat ein Ego-Ding am Laufen, aber du hast ja vorhin schon richtig gesagt, eigentlich alle, die Medien schaffen sind, haben so ein Ding am Laufen, dass sie gerne ihre Fresse in die Kamera halten. Ich meine, wir beide halten hier gerade unsere Fresse in die Kamera, das ist schon klar. Aber er hat erstmal dieses Ego-Ding noch mehr am Laufen, habe ich den Eindruck. Er ist schon immer so ein schleimiger Typ gewesen, denke ich. Und er fährt auf das Feedback ab, was er kriegt, auf das Positive. Er hat diese Riesenkränkung erfahren. Die Kränkungserfahrung, die kriegt er auch nicht weggebügelt. Naja, und dann kam dieser Erfolg. Und er ist, denke ich, nicht wirklich qualifiziert in dem Sinne, dass er, keine Ahnung, jetzt mal wirklich den Kapitalismus auf eine Art und Weise durchblickt, um von seiner eigenen Leidenschaft zu abstrahieren, weil er sich sozusagen doch gerne dann, keine Ahnung, eine Kapitalismuskritik aussucht, die ihm gerade sehr gut passt oder so. Und der fühlt die dann eher und er ist eher so ein, ja, ein leidenschaftlicher Mensch, vielleicht würde ich sagen, Ja, der sehr sich dann einfach sehr leidenschaftlich verführen ist. lässt von diesen Gegebenheiten, dass er da von der einen Sorte von der einen Bubble sozusagen übelst gehatet wird und dann kommen andere und sagen, hier, wir haben dich lieb und so. Und dann passiert das von alleine. Ne? Dann wird man halt immer radikaler irgendwie, nehme ich mal an, radikaler in Anführungsstrichen. Aber ja, du weißt schon, ne? Der war ja Es ist wahrscheinlich immer mal. so, es ist immer ein faustischer Handel, dass da du kriegst das Gretchen, also in dem Fall die Liebe der Massen. Wenn du deinen kleinen Deal mit dem Satan machst. Und da muss man halt aufpassen. Aber deswegen glaube ich, dass Systeme, die auf die charakterliche Unbestechlichkeit und Zuverlässigkeit und Güte einzelner Personen setzen, das überschätzt den Menschen. Wie Konrad Adenauer sagte, man soll sich keine besseren Menschen wünschen, das gibt nur die. Und da ist leider viel dran. Und deswegen komme ich zurück zu dem Punkt. Ich glaube, dass es super schwer sein wird, heute die Massen zu begeistern für. Wir privatisieren jetzt einfach Facebook. Aber dass das eigentlich der begründende Zusammenhang ist, den diese Gesellschaft jetzt, heute und für die nahe Zukunft braucht, um mit diesen massiv manipulativen Kommunikationssystemen umzugehen. Also Ja, und ich weiß nicht, ob in der Menschheitsgeschichte jemand so eine Macht hatte wie Elon Musk. Elon Musk kann morgen ein paar Satelliten abschalten, dann hat die Ukraine den Krieg verloren. Er kann sagen, ich habe halt Bock drauf, dass in Berlin ein paar Leute arbeitslos sind und seine Tesla-Fabrik zumachen. Und er kann den Algorithmus so ändern, dass Donald Trump Präsident wird. Und mir genau. fällt jetzt bei mangelnder historischer Kenntnis, also ich habe das nicht studiert, keine Person ein, die so eine weltenumspannende Macht hat. Jeff Bezos ist das gleiche Preisklasse, denke ich. Okay, aber Auf eine selbst andere Art und Weise, wenn wir ne? mit Cäsar oder Napoleon oder so vergleichen, dann war deren Macht regional beschränkt. Das, ja, das war nur so Und ich klein. glaube, eine sehr viel kleinere Macht über Bewusstsein. Das ist die Tendenz, die Märkte nun mal bieten, ne? Es wird immer spitzer oben, es wird immer weniger, der
Der Wettbewerb führt zu Monopolisierung. Das ist das Endziel eigentlich, ne? Dass irgendwann einer von beiden den anderen schluckt, dann hat der eine auch noch die ganze Logistik mit dem Amazon hinten dran. Also ich meine, und auch das jetzt sozusagen das Beispiel mit, sagen wir mal, du hast Stefan Schulz als jemand, der Vertrauensarbeit leistet und dafür sozusagen, auch das wäre eine Monopolisierung, ne? Weil der auch irgendwann einen Verteiler darstellt, der an viele sozusagen eine Information verteilt, die sich nur noch von ihm mehr oder weniger monokulturartig berieseln lassen. Das sind immer Tendenzen, die schlecht sind, ne? Es wäre wirklich angenehm, wenn wir einen Trick finden würden, immer wieder sozusagen eine Pluralität und einen Demokratieaspekt wieder reinzuwürfeln. Ja, Und klar. Und wir sehen ich, immer nur die Tendenz, das rauszuwürfeln, irgendwie. ja, aber ich meine, es gibt, man kann das ja als ein konvulsivisches Zucken sehen. Und da sind wir Deutschen besonders blank, weil wir eigentlich nur qua Katastrophe lernen. Also alles das, was wir uns hier an Demokratie oder an Fassdemokratie oder an war schon mal schlimmer als das hier aufgebaut haben, ist geboren in dieser Stunde 0 am 8. Mai 1945, indem wir es eben selber komplett an die Wand gesetzt haben und die halbe Welt noch mit dazu. Und ich höre das total gerne, dass du sagst, da wird es eine Schwarm, also in meinen Worten eine Schwarmintelligenz geben, die irgendwann das ganze Spiel durchschaut und die Sache in eine andere Richtung lenkt und auch ja, in gewissem Sinne abschaltet, dieses mit sich selbst zufriedene Internet. Aber ich sehe im Moment die gesellschaftlichen Kräfte bei uns nicht, die das aktiv in die Wege leiten. Nö, Also im genau. Moment sehe ich Also den Bullshit, die nächste Wahl gewinnen. das wird durch Leidensdruck entstehen, ja. Ja, aber das ist ja sozusagen die deutsche dystopische Art zu lernen, nämlich gar nichts zu lernen, eine Katastrophe herbeizuführen und dann kommt die Nanny und räumt auf. Das darf uns heute nicht mehr, also das darf Also nicht du als sein. Linksliberaler, für wie wahrscheinlich hältst du jetzt sozusagen, dass Höcke der nächste Reichskanzler wird? Ja, das ist ein Schritt zu schnell. Die werden zusehen, dass sie vielleicht eine MP bei den drei Landtagswahlen gewinnen. Wenn sie das nicht tun, werden sie, glaube ich, irgendeine Koalition erzwingen und über die Koalition versuchen, sich so FPÖ-Style reinzuwaschen, so wie das Haider anfangs, später Strache in Österreich gemacht hat. Das Die heißt, Anstalt hatte das ja gut nochmal aufgearbeitet, ne, mit den Richterposten und so und sich dann, wenn man irgendwie, wie war das, ein Drittel? Man braucht ein Drittel, dann geht's los, ne? Wenn man ein Drittel hat, dann kann man anfangen, so lange zu stänkern und zu blockieren, bis man irgendwann den anderen sozusagen sich aufzwingt. Ja, stimmt, das ist ein interessanter Punkt, aber also ich jetzt sozusagen als, ich weiß nicht, ich habe ja Marx nicht gelesen, ne, aber ich würde sozusagen sagen, als Marxist in dem Sinne würde ich sagen, aber Moment mal. Die machen alle das mit dem Ausbeutersystem. Ob das jetzt die linksliberalen Grünen sind oder ob das die AfD sind, die haben halt unterschiedliche, also die repräsentieren wahrscheinlich unterschiedliche gesellschaftliche Kapitaleliten oder Rentiersklassen, aber mehr oder weniger sind die sich da einig, die machen das mit der Ausbeutung. Und klar, gibt es da Leute, die hardcore irgendwie auch noch den Rassismus und so. Aber wenn die, ich denke, wenn die Rentiersklasse daran nicht interessiert ist, wird es auch nicht umgesetzt. Also da kannst du sozusagen diese Spinner haben. Das sind dann aber auch nur nützliche Puppen, weil sie halt das Marketing gerade, was irgendwie gerade angesagt, en vogue ist. Weißt du, also für mich ist sozusagen FDP, CDU, AfD, die haben alle mehr oder weniger fast die gleiche Zielgruppe. Bloß das Marketing ist ein bisschen unterschiedlich. So fühle ich das. Und wenn man dann sozusagen böse sein will, würde ich sagen, okay, und dann geht es Richtung SPD und Grünen, die sind dann auch nochmal ein anderes Marketing, aber eigentlich auch das mit der Kapitalakkumulation, mehr oder weniger. Wenn du dir anguckst, keine Ahnung, ich meine, du hast ja offensichtlich dieses Video angeklickt, wo ich dich hier hochgradig offendet habe. Da ist ja auch die Argumentation, okay, wir haben jetzt die SPD, wir haben jetzt die Grünen und wir haben jetzt die ganze Ampel da und sie machen hochgradig rassistische Politik. Und da braucht man die AfD offensichtlich nicht für. Man braucht sie nur, weil die AfD einfach droht durch Existenz und alle dann irgendwie nachgeben. Aber das ist nur ein Marketing-Ding. Also am Ende, was jetzt tatsächlich in echt passiert, ist halt, dass Olaf Scholz sagt, wir müssen jetzt härter abschieben. Und da gab es auch eine gute Anstaltfolge dazu, ne? Also bei Scholz wiederholt sich eine Gestalt, die er auch in der Militarisierung der europäischen Innen- und Außenpolitik angewandt hat. Wenn der denkt, da kommt eine Lokomotive auf mich zu und wird mich überfahren, ernennt er sich zum Lokomotivführer. Der hat ganz genau gesehen, durch den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine, dass eine massive Militarisierung und auch ja,
eine Verkriegerung unserer Politik auf uns zukommt und hat gesagt, das werde ich als alter SPD-Willy Brandt-Ausgleichspolitiker nicht überleben, dieser Zug überfährt mich. Also ernenne ich mich über Nacht zum Zugführer, stelle mich im Bundestag, sage Zeitenwende und leite die Bewegung. Und seitdem ist er eigentlich wieder zurück auf seinem guten alten SPD-Kurs und zauderlich, zögerlich, zu langsam, zu wenig, steckt sich diese ganze Kritik ein und sagt auch bei Kampfjets und bei Taurus und bei Eskalation nicht mit mir. Und das Gleiche hat er leider gemacht. Das Kalkül war, glaube ich, das nämliche bei diesem Hype um Zuwanderung, der ja aus dem Nichts kam, der irgendwas mit in Lampedusa ist viel los, jetzt geht die Welt unter, zu tun hatte, was ein letztlich von der EU selbst herbeigeführtes Problem war, weil man halt in Marokko wusste, Marokko wird über kurz oder lang so ein Pförtner-Deal, so ein Zöllner-Deal mit der EU abschließen, wie Erdogan das schon gemacht hat. Und das heißt, die letzten Flüchtlingshelfer und Schlepper sagten, seht mal schnell zu, dass er nach Lampedusa kommt, weil bald ist hier zu. Also das war ein selbstgemachter Konflikt, zu dem marokkanische Milizen auch Flüchtlinge in die Wüste zum Verdursten getrieben haben. Und in diesem eigentlich sehr kurzen Moment, über den niemand mehr redet, also wann war die letzte Reportage aus Lampedusa? In diesem kurzen Moment wurden dann Umfragen geschmiedet und haben dann alle gesagt, jetzt aber Riesen-Migrationsproblem. Und dann hat Scholz versucht, den gleichen Trick zu spielen und hat sich halt auf den Spiegeltitel gesetzt und diese schreckliche Schlagzeile gesagt, die du zitiert hast. Auch wieder in der Idee, ich setze mich an die Spitze der Bewegung, dann kann ich sie besser abbiegen. Und das hat leider gar nicht funktioniert. Echter Das hat, Opportunismus eben. Dafür ist ja, eigentlich nur die das CDU ist. bekannt. Ja, ich schlage in letzter Zeit lieber mir selber einen anderen Kriterienkatalog vor, weil ich mit links und rechts überhaupt nicht mehr weiterkomme. Also du kommst ja von der linken Position her dazu, dass alle rechts sind. Ja, ich sag Wenn ich mal, das mal zusammenfasse, was du da. ich würde sagen, in dem Sinne würde ich sagen, sie sind alles Kapitalisten, ne? Ja. Also wirtschaftlich rechts. Irgendwie, ne? Also Ja. für den Nationalstaat im Sinne von der Rentiersklasse, die bei uns ist, steht im Wettbewerb mit der Rentiersklasse der anderen Länder. Das heißt, wir müssen irgendwie Zölle und so und durch die EU und Wirtschaftskrieg. Und aber wir müssen hier dafür sorgen, dass bei uns die wahre Arbeitskraft schön günstig ist. Das heißt, wir stehen drauf, wenn wir Niedriglohnsektor machen. Und das hat ja Gerhard Schröder sozusagen alles schön damals eingetütet. Und dann haben wir diesen Schwachsinn mit den elendigen, du weißt schon, Bürgergeld und so, Umbenennung, Marketingtrick und naja, das ist sozusagen der Punkt, den ich hier ansprechen würde. Und dann würde ich sagen, ja, okay, dann sind die halt alle rechts, ja. So, und ich komme zunehmend weniger, auch aus den Gründen, die du beschrieben hast, ist Frau Wagenknecht jetzt links oder rechts? Either fact or Tja. no. Ist die AfD, die sehr stark immer auf Gemeinwohlthemen abhebt? Also die AfD atmet ja aus, projiziert, das steht nicht in ihrem Parteiprogramm und also wird sie es auch niemals machen, aber es ist immer diese Idee, die ventiliert wird, wir wollen ein Gemeinwohl, außer für die, die wir Ja, rausschmeißen. wir wollen den schönen Volkskörper und wir wollen jetzt hier alle Ingroup. Wir sind ja Deutsche, Ja, uns aber gehört. das ist, Alter, das ist Strasser-NSDAP, Ja, ne? Das voll. sind die nationalen Sozialisten, die durchaus Sozialismus betont haben und die Hitler dann nicht mehr brauchte, nachdem ihm die Macht ausgeliefert worden war. Und deswegen schlage ich immer gerne mal vor, das politische Spektrum nicht mehr in links und rechts, sondern in selbstbestimmt oder autoritär zu unterscheiden. Das ist witzig, dass du das sagst. Ich habe nämlich, Und ja, also das ist auch meine Skala ich setze sozusagen damit eigentlich links und rechts einher und sage, okay, links ist sozusagen maximaler Anarchismus. Jeder macht sozusagen, also die Menschenwürde so oder ist sozusagen da eigentlich das, was man maximiert. Und im maximalen Totalitarismus ist sozusagen maximale Kontrolle. Also wenigst möglichst, wenigst individuelle Freiheit noch übrig. Und auf dieser Achse kann man relativ gut auch die Sachen, die jetzt noch rechts und links im traditionellen Mainstream genannt werden, einordnen. ganz genau, ja, Ja. sehe ich wie du. Und das finde ich ganz hilfreich, da so ein bisschen eine andere Perspektive einzunehmen, weil die ja von diesem Verwirrspiel, das machen die ja mit Absicht. Also ich sage jetzt, da, wo Autorität ausgestrahlt wird, sei es dadurch, dass man irgendwelche Menschen verheldet, das kann jetzt Herr Höcke oder Frau Wagenknecht sein, ist mir egal. Da möchte ich nicht dabei sein. Und da, wo der politische Diskurs
die andere Meinung gelten lässt und letztlich sagt, es ist so kackenlangweilig, aber wir werden Kompromisse machen, da soll man zu Hause sein. Also, es ist jetzt zum Beispiel nicht so, dass ich wahrscheinlich, ich denke nicht, dass ich beim nächsten Mal Wagenknecht wählen würde, aber um sie so ein bisschen zu verteidigen, würde ich sagen, was Wagenknecht ja wahrscheinlich eigentlich immer vorhatte, war irgendwie das mit der Umverteilung und den Steuern irgendwie mal auch richtig zu machen. Ne, und sie hat es wegen verschiedensten Dingen, die wir jetzt hier nicht weiter ausführen wollen, in der Linkspartei nicht geschafft. Und jetzt probiert es halt nochmal, ne? Also ich würde da nicht sozusagen so weit gehen und irgendwie ihr die böse Absicht unterstellen, dass sie jetzt eigentlich in Wahrheit irgendwie ein Putin-Troll ist oder irgendwie Nee, das diesen ist ganzen Quatsch. Ne? Ich Schwachsinn. gucke von außen drauf und sage, Personenkult ist so links wie Stalin. Also da gilt auch die gute alte Bauhaus-Formel, Form follows Aber Function. man muss sich da die Frage stellen, was hat sie für eine Wahl? Sie ist nun mal irgendwie mehrmals oft die beliebteste Politikerin. Sie hat ihren Namen. Natürlich verwendest du das in der Attention Economy als Marketing-Tool. Du nimmst diesen Hebel, weil das ist ihr Kapital, das sie hat. Natürlich macht sie dann, ich bin hier die Sarah Wagenknecht-Partei und wir sind hier alle die Sarah Wagenknecht-Jünger und so. Und ja, ihr könnt jetzt noch ein paar Mal fragen und irgendwann benennen wir uns auch um und bla bla bla. Natürlich, was soll sie anderes machen? Ich denke, sie hat da Aber sozusagen. ich finde es, siehst du nicht das Paradoxon, dass eine Struktur, eine Institution, die sich als demokratisch und demokratischer als die anderen, also darauf nimmt ja Bündnis Sahra Wagenknecht gerne auch Bezug, dass sie für die überhöhten Mengen stehen, das sagt ja so ziemlich jeder im Moment, dass die in ihrer Architektur autoritär ist? Ich kann es mir vorstellen, dass es so ist. Ich weiß es nicht. Also, Findest du sie es haben gemeint. reziprok? Naja, ich sag mal so. Sie hat ja zum Beispiel Fabio Di Masi dabei. Und einfach, wenn ich sozusagen in diesem Politiktheater, wo Schauspieler wichtig sind, also Namen, da finde ich erstmal, ist das, was sie da anbietet, nicht so schlecht. Was mir zum Beispiel persönlich nicht gefällt, ist, ich nenne es mal VWL-Argumentation gegen Migration, weil sie da sozusagen auf der normalen selben Flöte spielt wie die anderen, nämlich die sagen, guck mal hier, wenn wir jetzt noch mehr reinlassen, dann haben wir ja da unten im Niedriglohnsektor noch mehr Konkurrenz, das droppt auf jeden Fall die Löhne, das ist nicht gut und so. Und das ist überhaupt keine klassisch linke Arbeitskampfthese. Nee, aber es ist so alt wie die Linke selber, ne? Also das ist so. Das ist, finde ich, schade. Ich würde sagen, ich würde sagen, das ist schade, aber ich finde es tatsächlich gut, dass sie sich jetzt von ihrer Partei getrennt hat, jetzt das eigene Ding macht. Ich stelle mir dazu vor, dass es sich so etablieren könnte wie in Spanien, nee, in Portugal, wo du sozusagen wirklich rot, 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 grün oder so hast, die dann wirklich ausdifferenziert verschiedene Aspekte von linksliberal bis zu, keine Ahnung, Sozialismus oder so abbilden können, weil das in diese Linkspartei offensichtlich nicht reingepasst hat. Da gab es Ja, einfach. ich hatte auch die klamme Hoffnung, dass, wenn es zur Parteigründung um Frau Wagenknecht kommt, dass es am allermeisten der AfD schaden würde. Da habe ich mich getäuscht. Das weiß ich gar nicht. Also ich Laut den denke, das werden Umfragen wir sehen, ja. oder? Laut den Umfragen ja. Okay, Umfragen, keine Also Ahnung. sie Ich saugt hätte. bei der Links natürlich alles ab, die ist jetzt überall irgendwie bei, also außer Thüringen, wo Ramelow noch Matador ist, da ist sie noch zweistellig, die Linkspartei, aber ansonsten ist sie unter der 5 Ich hätte gehofft, dass es und der Linkspartei auch hilft, eigentlich, ehrlich gesagt. nee, im Gegenteil. Weil ich finde, eigentlich die Linkspartei hat sozusagen das Potenzial, eine super tolle Linkspartei zu sein, wenn sie sozusagen diesen ekligen Grabenkampf intern einfach nicht mehr mitmachen muss. Und dann hast du halt alle, die sozusagen Sarah Wagenknecht sind, gehen dann mit und alle anderen bleiben da. Und dann hast du halt zwei linke Parteien, die von sich selber sagen, sie sind links. Und dann hast du die beiden Linksliberalen auch noch, du hast die Grünen und die SPD noch und dann ist das ein interessanteres Szenario. Und ich hätte überhaupt gar kein Problem mit einer Minderheitenregierung, aber wir haben diese deutsche Tradition, warum auch immer, dass wir das Trauen wir nicht uns nicht. wollen. Das trauen wir uns. Nee, übrigens sagt Frau Wagenknecht auf die Frage, ob sie denn jetzt links sei, links oder rechts sei, nicht ihre Kategorie. Und die Linkspartei in dem Moment, wo dieser doch sehr lang anhaltende Konflikt mit Wagenknecht vorbei ist, sieht man auf einmal, die zerfällt in noch zwei weitere Hälften, Echt, ja? nämlich klassische Marxisten und Wokies. Es gibt ein. Ach so, das wirklich, das habe ich gar nicht, ist mir gar nicht klar. Ist das so, ja? Ja, ich finde schon. Also Ah, was ist das, okay. wenn die Linkspartei die drittbesten Grünen in Deutschland sind, dann schlage ich den Kopf auf den Tisch und sage, Freunde, Naja. es gibt hier ein Thema pornografischen Wohnungsmangels.
Es gibt ein Thema obszöner Bildungsungerechtigkeit und es gibt ein Thema ständig größer werdender sozialer Ungerechtigkeit. Und wenn diese drei Hammerthemen nicht reichen, um 5% zu machen, dann lass es doch einfach sein. Also dann jetzt noch mit ein bisschen Diversity und Woke-Themen zu sagen, man könnte damit irgendwie den Grünen was wegnehmen. Ja, das ist genau der Punkt, ne? Sie fallen auf Marketing rein. Sie fallen auf ihre eigene Ja, Marketinggeschichte. das stimmt. Da gebe ich dir, ja, das hast du einen Punkt. Das ist Marketing. Also mir kommt es so vor. Es kommt mir immer so vor, wenn ich mich mit Leuten unterhalte darüber, die wirklich daran glauben, wenn du sozusagen, du merkst, ja, die rattern ein Playbook ab. Das ist für die, ich will in einer Debatte gewinnen, ich will in einem Wettbewerb stehen, ich möchte mich positionieren und aus einem gewissen Scheinwerferlicht möglichst wenig Angriffsfläche bieten, ich will mich strategisch positionieren, ne? Low Risk quasi fahren, so nach dem Motto. Das ist, was ich meine. Politik ist für mich, ich übersetze das intern immer in Marketing, dann kann ich viel besser durchblicken. Da ist was dran. Also, ja, das kann sein, dass ich meine, das ist der SPD auch passiert. Was bei den Grünen passiert ist, ist das Marketing, also diese brutalstmögliche Kehrtwende von einer Partei, die aus der Friedensbewegung erwachsen ist, in die radikalste Kriegspartei im Land. Das kann ich noch nicht mit Marketing erklären, oder kannst du das? Also, was damals mit Fischer passiert ist, kann ich sozusagen, das würde ich nicht mit Marketing begründen. Da war ja eher schon so, dass er wirklich auch gegen die eigene Partei gegenhalten musste und es war ein richtiger Kampf. Das Aber war ein persönlicher Ehrgeiz, Außenminister zu genau. werden. Und jetzt Also ist es zumindest ein aber, Teil davon. ich denke aber jetzt schon. Also jetzt ist es Teil des, ich will auf der richtigen Seite stehen, der normalen Dynamik, die du in diesen Massenmedien hast, wo du halt sagst, okay, wir haben jetzt hier eine klare Feindposition, ist doch klar, und dann folgt daraus automatisch, weil Putin jetzt wirklich der Böse ist, dann geht's nicht anders. Das ist normales Schwarz-Weiß-Denken, ne? Das ist einfach. Also die Marketingposition für Krieg sozusagen zu sein, insbesondere wenn ich ja eigentlich den Selbstanspruch als grüne Partei habe, wir sind die Richtigen, wir sind die Guten, wir stehen immer auf der richtigen Seite. Für die ist es besonders einfach, diese Position einzunehmen, weil sie sozusagen als Aushängeschild ja schon haben, wir sind auf der moralisch richtigen Seite. Für die ist es einfach so wie damals die SPD da sehr gut Hartz IV durchboxen konnte und Niedriglohnsektor, weil sie sind ja Arbeiterpartei und so. Das sozusagen ist für die dann quasi einfacher. Und ich denke schon, dass man das gut mit Marketing erklären kann, weil wenn du sozusagen als hauptberuflicher Baerbock-Kritiker, die Frau hat ja Völkerrecht auch studiert, ne? Das ist, es ist schon auch, es hat, es ist witzig auch irgendwie. Wenn man, also, wenn man so mit so ein bisschen Abstand drauf guckt, so wie ich mir das gerne rausnehme als alter, leidenschaftlicher Misanthrop, dann finde ich es auch irgendwie ein bisschen witzig. Und ich denke, das kann man gut mit Marketing erklären. Ich denke, die haben quasi als Linke in ihrem Konsummilieu, also Leute, die Grünen wählen, sind ja eher Leute, denen es schon tendenziell ein bisschen besser geht. Das mit der Umwelt ist ihnen wichtig. Und es ist ihnen nicht so wichtig, das mit dem Kapitalismus und dem Ausbeutersystem. Damit können sie sich gut anfreunden. Und wenn man sozusagen einmal diesen, okay, ich habe hier ein Wohlfühlthema, grün, und ich. Das lässt sich einfach schon aus sich heraus besser vermarkten. Das heißt, du hast eine Zielgruppe, die besser auf Marketing reinfällt. Mal ganz blöd gesprochen. Einfach weil du das schon eingebettet hast in dein grünes Portfolio. Und Glaubst dann du, glaubst ist es, du, ja. glaubst du an grünes Wachstum? Natürlich nicht. Warum Also, nicht? welches Argument ich nicht gelten lasse, ist sozusagen dieser Standardspruch von wegen unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten. Ich glaube, die Leute verkennen, was mit Wachstum eigentlich gemeint ist. Es muss nicht unbedingt jetzt irgendwie um Flächenausbreitung gehen dabei oder tatsächlich materielles Wachstum, sondern wir produzieren ja Wachstum die ganze Zeit dadurch, dass wir Sachen miteinander kombinieren, die schon da sind. Also Wert entsteht ja bei uns dadurch, dass wir Informationen miteinander verkuppeln. Das ist jetzt nicht irgendwie, das kostet jetzt nicht mehr oder so Platz. Aber grünes Wachstum in dem Sinne meint ja einfach nur, wir wollen ein System, was weiter auf Eigentumsrechten basiert, insbesondere Eigentumsrechte an Produktionsmitteln, weiter so laufen lassen, bloß, dass wir hinten das mit den, also wie soll ich sagen, dass wir diese merkwürdige, schwurbelige Art und Weise von Nachhaltigkeit da reinbetten.
Und ich Ja, habe es ist auch. ja jetzt, nee, es ist jetzt noch eskaliert. Also das heißt, die Welt geht unter, wir haben eine Klimaerwärmung und das wird sich zur Klimakatastrophe auswachsen. Und das müssen wir verhindern, weil das kann man teilen. Aber da gibt es ein Geschäftsmodell, wie wir mit dem Verhindern von Klimakatastrophe super reich werden. Und das ist grünes Wachstum. Ja, zynisch würde man sagen, das könnte man auch Nekrokapitalismus nennen. Also wir sind schon so weit, dass wir schon aus dem Elend, von dem wir wissen, dass es passiert, Rendite erzeugen noch für die Rentiersklasse, die eh schon die Besitzverhältnisse geklärt haben für sich und dann einfach noch, dann sozusagen nur noch der Wettbewerb in der Rentiersklasse darüber besteht, wer am besten in diesem absteigenden Ast noch sich was sichern kann, denn es geht sowieso bergab. Ja, das arbeitet mit dem alten sozialdemokratischen Axiom, wenn es den Reichen gut geht, geht es den anderen auch gut. Also das ist so klassische Montan-Mitbestimmungs-SPD aus dem Ruhrgebiet oder die IG Metall, die bei Rheinmetall sagt, aber die Arbeitsplätze. Also, Klar. erstmal, ich würde tatsächlich inhaltlich argumentieren und sagen, die Grünen haben gar nicht alles auf dem Schirm, was sozusagen in einen grünen Kapitalismus reingehören müsste, um tatsächlich die ökologischen Probleme, die wir haben, zu klären. Also, ich habe zum Beispiel noch nie davon gehört, dass bei Grünen irgendwo thematisiert wird, dass das Phytoplankton im Ozean, das macht ja circa 50% unseres Sauerstoffgehalts auf der Erde. Und durch die Versauerung der Ozeane droht so eine Art Umklappen, also so eine Bifurkation, so wie wenn man im See irgendwie so Algenwachstum hat, dass von jetzt auf gleich das weg ist. Wenn das so ist, dann haben wir ganz andere Struggles auf einmal. Und das ist tatsächlich was, was fast nicht reproduziert wird. Diese Erkenntnis, die ist da, die liegt rum. Das ist wissenschaftlicher Konsens. Aber das ist so unangenehm, dass das nirgendwo multipliziert wird. Und Grüne, also klar, die müssen diese Grabenkämpfe führen mit irgendwelchen ekligen Boomern von der CDU oder so, von wegen, ja, die kämpfen um jedes Windrad und so. Das ist wirklich anstrengend, das glaube ich auch. Aber das Ausmaß von was wir uns leisten, dadurch, dass wir eine Gesellschaft bauen, die auf diesem Prinzip des Eigentumsrechts basiert und dem Wettbewerb, was wir uns da reinholen, das kann man nicht mal eben mit, okay, ich möchte grünen Kapitalismus klären. Wenn grünen Kapitalismus, würde ich sagen, okay, wir klammern das mit dem menschlichen Elend aus, das stört uns nicht und das ist wahrscheinlich auch das, was tatsächlich dabei rumkommen soll. Das mit dem menschlichen Elend ist nicht das Problem. Wir wollen nur, dass in 2000 Jahren hier noch ausgebeutet werden kann und Menschen noch da sind überhaupt. Die haben sich sozusagen damit abgefunden, das ist wahrscheinlich das beste Organisationsprinzip. Wir haben auch gar keinen Bock, über Utopien nachzudenken. Den einzigen Grünen, den ich da irgendwann mal gut fand, war der Gliegold. Der hatte so ein bisschen so Ansätze, auch mal über sowas nachzudenken, aber sonst ist mir keiner bekannt. Vielleicht der Habeck, zumindest weiß der ja prinzipiell und hat auch viele Bücher gelesen in die Richtung, aber davon hört man jetzt auch nichts mehr, ne? Aber sonst denke ich, nein, die haben da sozusagen, die hängen da fest in so einer Art Realo-Flügel, keine Ahnung. Auch viel Marketing, so von wegen, ja, wenn wir das mit den E-Autos machen, dann klären wir damit jetzt das Problem. Das halte ich alles für naiv. Also an der Ausbeutungsthematik, diesen Feedback-Loop, den wir da haben, den wir Gesellschaft nennen, mit dem Wirtschaftssystem und den Finanzblasen und diesem ganzen Kram, alles, was da dran hängt. Da hängen so viele andere Sachen noch dran, die wir überhaupt nicht auf dieser grünen Pipeline und in der grünen Agenda, in dem Bewusstsein überhaupt drin haben. Deswegen finde ich es auch gut, immer wenn ich sehe, dass die lokalen Fridays for Future-Gruppierungen sich abspalten und da kleine antikapitalistische Keime entstehen. Weil ich denke sozusagen, ohne diesen, übrigens, wir müssten auch was an den Besitzverhältnissen In ändern. dem Wirtschaftsmodell, Wir was das müssten das alles irgendwie, hervorgerufen hat. ja, wir müssen sozusagen irgendwie da überhaupt mal drüber reden und das en vogue machen. Ohne das wird es nichts. Und da grünes Wachstum ist natürlich tatsächlich, also das halte ich auch für Marketing. Also das ist einfach, ja, weiter so. Ich glaube, die Das ist glauben einfach das. weiter so. Ich glaube, die glauben das. Ich glaube, dass die Windkraftanlagen und Solarpaneele und dezentrale Kraftwerke und was weiß ich, Supraleitungen und all so ein Scheiß haben werden und dass das tolle deutsche Industrien sind, mit denen sie dann die Welt bekehren. Und ich glaube, die reden sich ein, dass es so kommt oder dass es ginge. Ja, und selbst wenn, dann würde das halt sozusagen trotzdem noch nicht die, also ich hab damals mal auch auf lauter Zorn da ein Video drüber gemacht, das hieß irgendwie, die Grünen werden die Welt nicht retten oder so. Weil die ja auch immer sozusagen auf diese FDP-Versprechen reinfallen von wegen, ja, also wenn wir jetzt hier CO2-Bepreisung machen,
Und zwar quasi das Recht, Luft zu verschmutzen, bezahlt, dass es sozusagen kommodifiziert wird. Dann haben wir damit auf einmal einen Markt geschaffen und dann klärt der Markt das und so. Das sind alles diese, für mich ist ja VWL Esoterik. Ne? Ich fange ja an, mir mehr und mehr davon drauf zu schaffen, wie unwissenschaftlich sozusagen der Unistoff ist, der den Ökonomen von heute auch jetzt noch an der Uni beigebracht wird. Und ich habe mich ja auch, ich weiß nicht, also ich habe mich ja auf meinem Kanal auch schon mit dem einen Professor Capella unterhalten, der hat so einen Lehrstuhl im Westen irgendwo, ich weiß gar nicht wo. Der ist so ein heterodoxer Ökonome und es gibt ja immer mehr jetzt zum Glück, die nachwachsen und sozusagen nicht dieses klassische Dogma übernehmen, sondern diese klassischen Theorien hinterfragen und da eine bessere Ökonomie irgendwie sich überlegen. Und der hat ja zum Beispiel auch gesagt, dass es eine ganze Generation gab, wo es das nicht gab. Also wo wirklich nur Hardcore diese Sekte reproduziert wurde und niemand durch den Filter gekommen ist, der irgendwie sagt, aber vielleicht hier Marx oder vielleicht sowas sagen wie, ja, vielleicht ist das mit dem Angebot und Nachfrage, ist das nur ein Grenzfall, vielleicht stimmt das gar nicht immer. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, hier, da gibt es doch Fehler und so. Und es gibt ja mittlerweile Ökonomen, die nachgerechnet haben, da, wo in den Primärquellen sich die Gurus von damals verrechnet haben, einfach. Also, dass die Theorien, die in der VWL sozusagen Standard sind, die neoklassische Theorie, mathematisch inkonsistent ist auch. Also nicht nur nicht gefittet werden kann gegen die echten Daten, dass man es nicht beobachten kann, das ist geschenkt, aber es ist auch inkonsistent, in sich widersprüchlich. Und ja. Jo, ich bin seit 27 Jahren Geschäftsführer eines Unternehmens und ich habe nie was mit VWL zu tun gehabt und es geht auch so und ich konnte auch mit Klar. diesen ganzen Diskursen bemerkenswert anfangen. Also als die Sau durchs Dorf getrieben wurde, der Kündigungsschutz in Deutschland ist zu gut, die Mitarbeitenden werden zu sehr beschützt. Da bin ich rumgelaufen und habe gute Mitarbeiter gesucht. Das ist Ja. vollkommen absurd. Und das war oft so mit dem, was da angeblich die Volkswirte, die Betriebswirte, die FDP hat wieder was Tolles rausgefunden, was der deutsche Unternehmer jetzt braucht. Ja, frag mich doch mal. Das kommt in meinem beruflichen Ja. Alltag ungefähr Und aber null du hast ja vor. sicherlich auch mitbekommen, dass es sich gar nicht mehr lohnt zu arbeiten, oder? Nee, lohnt sich auch total Lohnt nicht sich mehr. gar nicht mehr, ne? Nee, Ja. gar nicht mehr. Nee, will keiner. Will keiner. Das ist ja auch was Spezifisches an uns Deutschen, dass wir also eigentlich müssten alle Dominas pleite sein, weil wir Sadomaso komplett mit der Arbeit haben. Wir sagen, also wenn wir den hergelaufenen Asylanten bestrafen wollen, dann darf der nicht arbeiten, weil Arbeit ist Aber praktisch Sex. dann werfen wir es ihm auch vor. Und gleichzeitig sagen wir ihm, und wenn wir den bestrafen wollen, dann muss der jetzt gemeinnützige Arbeit tun. Ja, Das für ist 80 Cent komplett, oder für 90 Cent die Stunde, ne? ja, also Arbeit ist Strafe und Sex. Und Ja. da, wie Ja. gesagt, glaube ich, alle Domina-Studios leer, braucht kein Mensch mehr, kannst du so haben. Ja. Ah, ja, auf jeden Fall. Ach, ja. Gut, alle Probleme gelöst. Ich versuche dann deinen Mut mitzunehmen, das nicht so dystopisch zu sehen. Zumindest das, also der Punkt ist, dass mit der Dystopie und dem Internet, ich bin wirklich ambivalent. Also ich habe ja eine Videoreihe, die im Prinzip heißt Digitalisierung Dystopie. Ne? Diese Sache mit den Social Media sozusagen ist tatsächlich für mich so ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass ich das irgendwie, dass ich denke, dass sich diese Inseln rausbilden werden. Die Frage ist nur, also der Kapitalismus ist ja so eine Art Automat, der von alleine läuft, ne? Und solange wie der auf deren Herrschaftsverhältnissen beruht, wird er weiterlaufen. Auch wenn wir immer weniger mitspielen. Sagen wir mal wie in der DDR, wo alle wussten, okay, wir müssen hier dieses Theaterstück aufführen und wir wissen, wir werden die ganze Zeit abgehört. Wir haben hier eine eigene Kultur unten drunter, wir verabreden uns, wir sind cool miteinander. Aber wenn jemand irgendwie fragt, ja, dann ist alles, dann halten wir uns an die Regeln und alles ist safe. Und ich denke, mit zunehmender Hierarchisierung und ja, dieser ganzen Sache, die halt mit Kapitalismus einhergeht, könnte es sich sozusagen in bestimmten Teilen der Erde so aufspielen, dass das entweder komplett totalitär sich ausrichtet oder dass die Verwaltung so eine Art obsoleten Zusatzstatus annimmt, dass es keine Rolle spielt, wer gerade im Parlament sitzt und was die gerade erzählen, weil es für die Lebensrealität keine Relevanz mehr hat, weil die Ämter, sagen wir mal, 2 Jahre brauchen, um einen Brief zu beantworten und dann spielt es auch keine Rolle mehr. Also, ich hänge dann auch nicht mehr von der Steuerbehörde ab, so nach dem Motto, können sozusagen ihrem Verwaltungsaufwand nicht mehr hinterherkommen und dann spielt es auch keine Rolle und dann ist Selbstverwaltung sozusagen alternativlos. Ne, also entweder quasi, also ich nehme an, es wird beides geben. Es wird sozusagen Bereiche auf der Erde geben, die selbstverwaltet sind.
Einfach weil da die Verwaltung nicht mehr hinterherkommt und nichts mehr leistet und die anderen, die komplett durchmilitarisiert sind. Also, könnte ich mir vorstellen, ne? So auf der großen Skala. Und was dann jetzt sozusagen mit Nationalstaaten, keine Ahnung, also. Also im Moment schlägt das Pendel sehr, sehr weit nach Autorität, nach In Europa, strenger ja. Hierarchie, nach Unfreiheit aus. Und für Insassen meiner Generation ist es doppelt doof, weil wir gestehen müssen, wir hinterlassen euch das in einem wesentlich schlechteren Zustand, als wir es vorgefunden haben. Du bist ja ein echter Boomer. Was soll ich sagen? Ich bin Jahrgang 61. Also zu meiner Kindheit gehört 68, also unter den Talanen von 1000 Jahren, dass da mal frischer Wind reinkam, dass wenigstens versucht wurde, in einigen Gewerken Abrechnungen mit dem fortbestehenden Gedankengut der Nazis zu halten. Es gab bürgerrechtliche Ertüchtigungen wie Frauenrechte, wie Umwelt, wie Friedenspolitik. Es gab eine sexuelle Revolution, oder zumindest eine große Einschränkung der Macht der Kirchen. Und wir konnten eigentlich sagen, was wir wollten. Also es war dann irrelevant, ne? Das ist so diese große Biografie von Thomas Brasch, der in der DDR für seine Unterstützung des Prager Frühlings in den Knast gegangen ist und dann später irgendwie sich mit Biermann solidarisiert hat und dann letztlich rausgeschmissen wurde und dann im Westen saß und traurig war und sagte, ich kann hier alles sagen, es interessiert kein Schwein. Null Wirkung. Also diese repressive Toleranz letzten Endes. Aber das waren schon gemessen an heute, sowohl was die Zukunftsaussichten als auch was Krieg, als auch was die Meinungsvielfalt angeht, paradiesische Zustände. Und ich weiß gar nicht, wo wir es verbockt haben und ob wir es verbockt haben, aber wir haben es besser vorgefunden, als es jetzt ist. Das muss ich Also, sagen. da würde ich sozusagen fast dir noch ein Schulterklopfen überlassen und sagen, guck mal, also kulturell hat sich ja einiges verändert, ne? Und es ist halt so, ich denke, kultureller Wandel ist was, was auf der Zeitskala von Generationen stattfindet. Das heißt, es müssen Leute wegsterben und neue nachkommen, die nach für nach von Generation zu Generation Dogmen hinterfragen und weiter damit machen. Und zum Beispiel diese Verirrung im politischen, identitären, linkslibertären, was auch immer, irgendwie, wo sich auf einmal die Wokies gegen die, keine Ahnung, betteln und so, das sind alles sozusagen kurze Wellen, die dann auch wieder abebben und daraus wird kulturell, denke ich, gelernt. Aber der Schaden muss erstmal entstehen, damit daraus gelernt werden kann. Aber halt auf einer Zeitskala, die sozusagen uns als Leute, die das beobachten, natürlich viel zu langsam vorkommt und das. Wir sehen dann quasi die Tragödie und der Schaden, der dabei entsteht. Und das haben wir sozusagen, wir messen dem einen menschlichen einen Wert bei und finden das natürlich wirklich schade. Aber in dem Sinne, denke ich, geht es schon voran, wenn man sich die Zeitskala anguckt. Ne? Vor 100 Jahren wäre das quasi undenkbar gewesen, dass wir uns zum Beispiel jetzt uns unterhalten und so weiter und so fort. Also so schlimm finde ich es nicht. Ich würde eher sagen, okay, du hattest halt damals hat die Generation diesen Wohlstand und diese Flanke hier, da wo die Märkte erschlossen wurden nach den Weltkriegen, ne, wo es auf einmal überall aufwärts ging, einfach diese Flanke mitgenommen und viele sind halt im Konsum sozusagen hängen geblieben und fanden das okay. Ne, auch Ja, wenn man dann, unbedingt. das ist, also es war sozusagen sehr einfach, die Herrschaftsverhältnisse dann einfach anzunehmen und nicht zu kritisieren. Und quasi Nee, die. nee, so meinte ich das nicht. Also es war sehr einfach, die Herrschaftsverhältnisse zu kritisieren und die Gesellschaft auf Veränderung zu drängen. Im Westen. Okay, aber ich sehe jetzt nicht, dass da sozusagen die demokratische Wirtschaft irgendwo durchgesetzt wurde, sondern. Nee, was meine Generation und andere geschafft haben, war sehr vieles von dem zu ändern, was kein Geld kostet. Einzige Ausnahme vielleicht Atomkraft. Ja. Aber mach dir mal. Ich bin froh, mit dir da jemand zu wissen, der sagt, er sieht es nicht schwarz. Wir werden es alle sehen. Ne? Übrigens, ich bringe ja ein Buch raus. Ich schicke dir das bestimmt mal. Da kannst du mal ein bisschen drin schmökern. Ja. Ich glaube, es endet tatsächlich relativ tragisch mit so einer, mit so einer Träne im Knopfloch, von wegen, ja, evolutionär gesehen, wenn die Menschheit es nicht schafft, dann, naja, dann müssen wir nochmal gucken, bis nochmal neu ausgewürfelt wird. Und so, aber. Also das wäre, jetzt geht es ins Unendliche und der Papa muss irgendwann ins Bett, Ja, aber kein Problem, Kollege. wenn ich der göttliche Funke wäre
und würde sagen, ich möchte mich materialisieren. Und da ist doch dieser komische Planet Erde, der ist viel zu heiß, aber warte mal 4 Milliarden Jahre, dann können wir mal gucken. Und dann gibt es eine Bakterie und dann gibt es eine Amöbe und dann gibt es einen Lurch und dann gibt es eine Amphibie und dann gibt es irgendwann einen Homo sapiens. Ja, der ist echt lustig. Also Es ist das ist wirklich witzig, ja. ein Troll, der glaubt jeden Scheiß. Und lass uns da mal so ein Gehirn evozieren, womit der gar nichts anfangen kann. Ja, Also es ist fantastisch. es kann er ab und zu gebrauchen, um zu zielen mit dem Faustkeil. Dafür ist der Orang-Utan zu blöd. Und ansonsten schwurbelt er sich da mächtig was zusammen mit dieser Überkapazität, die er da Ja, rumträgt. So, exakt. und jetzt hat sich der göttliche Funke uns 30, 40, 50.000 Jahre seit Neandertaler angeguckt und hat gesagt, jo, die haben jetzt den Laden ganz schön verwüstet, aber sie haben auch eigentlich mein nächstes Zuhause erfunden. Ich glaube, die sind total teuer, die machen diesen Planeten kaputt. Und ich verlasse die jetzt mal wieder. Ich suche mir die nächsthöhere Existenzform. Vielleicht irgendetwas Computeriges, irgendetwas wie KI. Also Dann das. würden wir sagen müssen, komplett normal. Also, dass der göttliche Funke sich nicht länger im Krokodil oder im Känguru aufgehalten hat, sondern zu uns gekommen ist, prima. Aber dass er hier irgendwann wieder weggeht, logisch. Also dieses Wettrennen sozusagen, das steht noch nicht, das ist noch nicht geschrieben, ne? Also es könnte sein, dass wir, wenn wir mehr oder weniger durch Zufall vielleicht sogar eine echte AGI konstruieren, die Bewusstsein hat und Genau. das mit der Physik komplett durchspielt, die wird sofort von Neumann-Sonden bauen und die Galaxie besiedeln. Die wird das machen. Die wird von Dyson-Sphären um die Sonden rumbauen, dann wird sie die komplette Energie und dann macht sie, die baut dann. Die baut übelst viele Flughäfen dann ins Universum rein. Das macht die dann. Genau. Und dann wird es darauf ankommen, ob wir so ein Kakerlakentalent haben, dass wir sagen, nach dem Nuklearschlag sind wir immer noch da. Oder diese neue höhere Existenzform kann uns als Stromsklaven gebrauchen. Nee, das wird nicht passieren. Das funktioniert Oder wegen der Energieerhaltung nicht. Also, ob es dann eher so eine Dino-Nummer wird und die sagen, nee, das ist echt niedlich, kann man die Kinder mit erschrecken. ja, also ich denke, genau, es wird so ein Dino-Ding. Wenn dann, sobald wir Probleme verursachen, werden wir kurz ausgemerzt, da wo wir Probleme verursachen. Und wenn nicht, dann leben die da halt. So Parasiten, so wie das, was bei uns im Bauch abgeht, ne? Wir versklaven sozusagen Bakterien, die Enzyme für uns herstellen, die unser Körper nicht herstellen kann. Und damit leben wir ganz gut. Sobald sie Dann Probleme verursachen, schmeißen wir Antibiotika drauf. fassen wir den heutigen Abend zusammen in der schönen Erkenntnis, wir sind der Darmparasit der künftigen Intelligenz. Möglich? Es ist möglich, ja. Da denke ich jetzt mal drüber nach, ob ich das tröstlich finde. Da wäre sozusagen, die Evolution würde tatsächlich weitergehen, ja. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht, denke ich. Ich muss sowas sagen, weil ich werde hier vor dir sterben und kann dann sagen, naja, mach halt noch ein paar Jahre, aber du wirst dann ja auch ein Dino oder ein Darmparasit der kommenden höheren Existenz. Gut, Friedrich. Es ist So schon auch ist. spät. Ich mache erstmal aus hier. Du kannst dir übrigens noch einen Song wünschen. Ich mache am Ende des Videos immer blende ich ein Lied ein mit Lyrics und so. Es darf von dir sein, meinetwegen. Du kannst aber auch deinen Lieblingssong von damals und so. Kein Ding. Überleg's dir. Ach, spiel irgendwas Schönes von Roxy Music. Das hört Oma. Okay. Ich suche was raus. Dann erstmal reingehauen. Ich drücke hier erstmal auf den Button.
see.